Ich war Teil des Problems. Oha, ja, ich war Teil des Problems. Ich habe gedacht, ich habe mal wieder, keine Ahnung, für einen Release, Deponia Doomsday beispielsweise, habe ich mal wieder meine 80 Stunden gerissen. Boah, ich bin so krass, ich bin so ein Übermensch. Nee, was ich war, war eine Idiotin, die nicht sieht, dass ich da komplett in irgendwas reinrassele. Edna bricht aus, das Spiel hat mich wahnsinnig gemacht. Ich liebe Edna bricht aus. Ich war als Edna verkleidet auf der Gamescom und habe da auch unter anderem mit. Nicht nur mit Poki war ich da rumgelaufen, sondern war da auch mit Gronkh unterwegs. Das war sehr, sehr witzig. Ich glaube, das habe ich auf Facebook mal geteilt. Wilde Zeiten, wo man auch noch mal auf Facebook aktiv war. Ich kann euch das mal zeigen. 2012. 2012. Vor über 11 Jahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. 11 Jahren. Chaos of Deponia ist da quasi in diesem Jahr rausgekommen oder gerade rausgekommen zur Gamescom und ich war da Edna. 20. August 2012 mit guten Erik und mit dem guten Sarazar, da waren sie ja noch so im Duo unterwegs. Ich glaube, das waren die Video Days oder ich weiß schon nicht mehr, was das da genau war, wo ich mit ihm auf der Bühne stand. Hab jetzt nochmal die Let's Plays von Gronkh zu Deponia angeschaut. Also Gronkh ist einfach ein Herzensmensch, wirklich. Das ist auch derjenige, den ich irgendwie auf Influencer-Events und so weiter treffe und er weiß sofort, wer ich bin. Er umarmt mich und wir reden einfach richtig cute miteinander. Also ist er, es ist, er ist wirklich so ein Herzensmensch, wirklich. Also es gibt viele Leute, wo ich sage, trefft niemals die Idole, weil die Leute, die sind halt nicht so nett. Aber bei ihm wirklich ohne Ding. Einfach ein toller Mensch. Einfach ein wirklich, wirklich toller Mensch. Ich war zu dem Zeitpunkt 22. 22. Mein erstes Praktikum in PR und in Hamburg. In Hamburg. Das ist der Kontext ungefähr. Ich war da noch im Studium, war gerade aus meinem Auslandssemester aus Miami zurück und habe dann bei Dedelic Entertainment gearbeitet. Dedelic Entertainment ist zu dem Zeitpunkt einer meiner Lieblingsfirmen gewesen. War da super, super froh, ein Praktikum bekommen zu haben. Und auch 2015, wo ich da eingestiegen bin, einfach Liebe, weil ich liebe die Games, die Poki erstellt hat. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen erstmal in die Reportage rein. Und ich glaube, wir werden echt ein bisschen da verbringen, weil, wie gesagt, die ist sehr, sehr mächtig, was das angeht. Sehr, sehr leid, aber diese ganzen Menschen in diesem Team, die sich richtig reingehängt haben Geht das so von und der die dann Lautstärke so her? innerhalb von wenigen Tagen komplett zerstört werden. Und ich möchte es mir halt auch gar nicht so richtig vorstellen, weil. Ja? Okay, gut. Also dementsprechend gehen wir jetzt einfach mal rein und ich werde immer meine 5 Cents zu was sagen. Aber wie gesagt, ich finde die Reportage wirklich, wirklich gelungen. Sie zeigt das Positive, aber wirklich auch Negative. Und das ist übrigens der gute Poki, den ihr jetzt da gerade seht. Es wird halt wehtun. Es herrschte so eine Atmosphäre der Angst. Ich wurde des Hauses verwiesen und ich durfte noch unter Aufsicht den Computer runterfahren. Ich erinnere mich daran, wie Kollegen sich nur flüsternd im Raum unterhalten haben, weil sie Sorgen hatten, dass entweder Stefan oder Carsten sie hören. Carsten ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein emotionaler Mensch. Wenn er enttäuscht ist, dann weiß man das. Also Ich finde es sehr witzig, wie sie den Einstieg gemacht haben mit dem Screen, mit dem Computer und so weiter. Aber ja, also man merkt schon, in welche Richtung die ganze Reportage geht, finde ich zumindest. die Produktionsstätte echt von den schönsten Point-and-Click-Spielen, die ich jemals gespielt hatte. Und dass man weiß, dass dieses Dedelic, was früher existiert hat, nie wieder existieren wird, das ist einfach sehr, sehr traurig und vor allem traurig für die deutsche Gaming-Industrie. Ja, darüber sprechen wir einfach nochmal ganz zum Schluss, über diesen Take. Eine Sandra im Video, ja, ich weiß auch nicht. Eine Sandra da und da. Nee, da, die ist für euch da. Wahnsinn, oder? Warum Gollum scheitern musste, das steht da Der Herr der übrigens. Ringe Gollum sollte das erste große AAA-Spiel des Hamburger Studios Dedelic Entertainment werden. Mit weltbekannter Lizenz im Rücken sorgte die Ankündigung früh für Schlagzeilen und Cover Story reihte sich an Cover Story. Doch was sich bei Veröffentlichung für ein Spiel zeigte, war enttäuschend. Technisch nicht auf der Höhe des ambitioniert gesteckten Ziels, wirkte Gollum spielerisch ziellos und ungelenk, inszenatorisch bieder und teilweise schlichtweg unfertig. Es ist halt schon sehr, sehr krass. Also einige von euch,
Nee, die wenigsten wissen von euch noch. Also nachdem ich Dedelic Entertainment verlassen habe, hatte ich halt noch sehr viel Kontakt zu ehemaligen Dedelic-Mitarbeitern. Und es war schon krass zu sehen, auch so hinter den Kulissen immer mal wieder zu sehen, weil klar, ich war da nicht mehr vor Ort, ich konnte dazu nicht mehr sagen, aber ich hatte schon sehr viel Sorge, als ich bei gewisse Sachen gesehen habe. Ich war auch manchmal einfach so Playtesterin, heißt, ich habe dann auch einfach mal wie so eine QR, also eine Qualitätssicherung, einfach über ein paar Games, über ein paar Level halt rübergeschaut. Und bei Gollum war schon die Sorge sehr, sehr groß. Alleine, weil natürlich die Ambitionen so groß waren, alle so ambitioniert, aber dazu dann später mehr. Hat jemand von euch Gollum gespielt oder weiß um das Debakel von Gollum denn? Weil das war eine Riesenerschütterung im deutschen Gaming-Markt, muss man sagen. Die Resonanz niederschmetternd. Because that was so bad. Das ist schon sehr offensive. Ich habe hierfür wirklich 50 Euro bezahlt. Dummes Gameplay. Wow, that f***ing sucks. Ich werde das Dedelic vermissen, was es halt vor 10 Jahren war. Bei all der lautstarken Kritik darf man einen wichtigen Punkt aber nicht vergessen. Niemand, egal ob Mitarbeitende oder Führungsetage, macht absichtlich ein schlechtes Spiel. Deshalb haben wir im Fall von Gollum recherchiert. Wir wollten herausfinden, wann und warum das Vorhaben von Dedelic scheiterte und wie es dem Team dabei erging. Dabei haben wir mit 32 Personen entweder direkt reden oder uns zumindest schriftlich austauschen können. Einerseits haben wir so viel über den Entstehungsprozess des Spiels gelernt, andererseits aber auch einiges über die Arbeitsbedingungen im Unternehmen in Erfahrung bringen können. Schnell wurde klar, um die Geschichte hinter der Herr der Ringe Gollum vollumfänglich verstehen zu können, müssen wir vorne anfangen. Ja, also es geht jetzt erstmal im ersten Kapitel um die Geschichte generell von Dedelic Entertainment. Und was auch gesagt wird zu den Arbeitsbedingungen, klar, das ist teilweise auch Dedelic-spezifisch, muss ich sagen, das ist sehr oft sehr viel in dieser Branche. Da haben wir ein riesen, riesen Problem. Leonie, danke dir für den Follow. Vorne heißt in diesem Fall bei Jan Baumann, ehemals Müller Michaelis, Fans aber viel eher unter seinem Pseudonym Poki bekannt. Hallo! 2005 arbeitete er an seiner Diplomarbeit, an dessen Ende ein Point-and-Click-Adventure entstehen sollte. Ich hatte tatsächlich nach dem Startschuss bis zur Abgabe 3 Monate Zeit. Ich habe in diesen 3 Monaten sehr wenig geschlafen. Und als ich aus diesem Wahnsinn rauskam, hatte ich tatsächlich ein durchspielbares Spiel in den Händen. Und das war das Spiel Edna bricht aus. Bei seiner mündlichen Prüfung traf er dann auf Carsten Fichtelmann, damals PR- und Marketing-Director eines anderen, mittlerweile aufgelösten deutschen Spieleunternehmens. Fichtelmann sah im Diplomprojekt viel Potenzial, weshalb es wenig später zur gemeinsamen Gründung von Dedelic Entertainment kam. Als erstes Unternehmen überhaupt sicherte man sich die Prototypenförderung der Stadt Hamburg und entwickelte erste Spiele. Früh zeigte sich dabei ein Muster, das später noch wichtig werden wird. Also generell muss man dazu sagen, Poki, also wie ihr ihn auch schon wahrgenommen habt, das ist echt ein verrückter Vogel. Also ich liebe Poki, aber er ist einfach so ein kreatives Chaos. Also ein Interview mit ihm zu führen, müsst ihr einfach mal wissen. Bis er diese Sätze einfach so gesagt hat, die ihr dann nutzen könnt für so ein Video, sind einfach schon 30 Minuten vergangen. Weil Poki ist einer, der redet sich in alle Sachen rein. Also es ist wahnsinnig, ihn bekommt man auch gar nicht mehr zum Stoppen und Punkt und Komma zu setzen. Und manchmal vergisst er auch die Frage. Er ist einfach so ein kreatives Chaos und deswegen liebt man ihn. Aber wenn jetzt ein Interview und so weiter Sektion ist, das ist schon ein bisschen schwieriger. Es war halt wirklich, glaube ich, der Abend, bevor wir unser erstes Treffen mit dem städtischen Förderbeauftragten hatten, dass Carsten noch so auf die Liste guckt und sagt, wir sollten noch irgendwas Viertes auf die Liste schreiben. Wie wäre es denn was zum Thema Klimakatastrophe? Klimakatastrophe. Das ist kein Thema für ein Spiel, das können wir nicht machen. Ich kann daraus keine. Kannst du vielleicht ein bisschen lauter machen? Okay. Moment. Geschichte schreiben, weil es gibt ja keine zwei Positionen. Ich bin nach Hause gegangen in der festen Auffassung, ich denke nicht mehr drüber nach. Aber irgendwann saß ich halt aufrecht im Bett und kicherte, weil mir halt die Idee eingefallen ist, wie ich daraus halt mal eine Story machen kann, aus der ich dann ein Spiel machen kann. Ganz wie beim Pitch zu A New Beginning wurden auch andere Projekte Story First entwickelt. Die spielerische Komponente kam immer erst an zweiter Stelle. Für Point-and-Click-Adventures ein nicht unüblicher Ansatz. Und erschien zu Beginn voll aufzugehen, wie Dedelics erste Veröffentlichung zeigte, eine überarbeitete Version des Diplomprojekts Edna bricht aus.
plötzlich haben wir halt die allerseltsamsten Traumwertungen. 92%, 91%, 96%. Irgendjemand schrieb 100%. Ist egal, ist ein perfektes Spiel. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Hi Laura. Ja, Edna bricht aus ist auch das Spiel, was mich auf Daedalic Entertainment logischerweise aufmerksam gemacht hat, weil das war das erste Spiel. Und Edna bricht aus ist ein einfach Liebe. Einfach skurril und witzig und einfach komplett, also komplett drüber. Und deswegen ist es so gut. Es gab halt keine Indie-Spiele in dem Sinne. Es musste alles, was halt irgendwie entwickelt wurde, musste high-polished, state-of-the-art, 3D-Fähigkeiten halt ausreizen bis zum geht nicht mehr. Und alle großen Entwickler von halt Point-and-Click-Adventures hatten halt schon gesagt, okay, das ist ein Geschäft, das können wir halt einfach nicht machen. Neben Edna bricht aus, feierte das Studio in den nächsten 3 Jahren weitere Erfolge mit dem tragisch-komischen Märchen The Whispered World. Das muss man halt dazu auch sagen, weil das geht meistens auch so ganz unter. Also die Point-and-Click-Adventures sind ja einfach nur Adventures, also wo man wirklich eine Geschichte erzählt und Rätsel meistens löst. Und die löst man, indem man halt die Maus oder Touchpad und so weiter nutzt und dann einfach drauf tippt auf den Bildschirm. Und zu den Zeiten, wo halt Edna bricht aus oder auch The Whispered World rausgekommen sind, war Point-and-Click-Adventures tot. Also die haben kaum mehr Umsatz generiert und die meisten großen Firmen haben halt dieses Genre komplett abgelegt und gesagt, damit kann man kein Geld mehr verdienen. Und dann kommt so ein Unternehmen wie Daedalic Entertainment und stellt alles auf den Kopf, weil sie einfach einen ganz, ganz anderen Ansatz gehabt haben, weil sie verrückter werden, weil sie sich ein bisschen mehr getraut haben, mal andere Sachen zu erzählen. Und das hat genau das Genre wieder auferlebt. Und danach beispielsweise gab es dann wieder so eine kleine Renaissance an Point-and-Click-Adventures, die vielleicht auch so ein bisschen modernisierter war. Aber die größten Entwickler, die jetzt auch Point-and-Click-Adventures gemacht haben, sehen halt bei Daedalic Entertainment den Grund, warum es Point-and-Click-Adventures überhaupt danach wieder gab. Weil sie haben es geschafft, eben mit das Genre aus dem Grab wiederzuholen. Und das von Daedalic Entertainment. Und das sagen die größten Entwickler in dem Bereich. Also das sagt nicht nur ich, sondern auch die. Und die bereits erwähnten Klimawandel-Thriller A New Beginning. Neben Top-Wertungen gab es auch jede Menge Auszeichnungen. Daedalic Entertainment mit The Whispered World. Daedalic Entertainment, A New Beginning. Der richtig große Durchbruch gelang aber mit dem Edna-Nachfolger Harveys neue Augen, dessen Entstehungsgeschichte ein bekanntes Muster zeigt. Wieder war es Carsten Fichtelmann, der mit einem Wunsch auf Pookie zukam. Fällt dir irgendwie noch eine Möglichkeit, einen zweiten Edna-Teil zu machen? Und wieder, wie bei A New Beginning, ich habe gesagt, nein, Carsten, es gibt keinen zweiten Edna-Teil. Es ist unmöglich. Irgendwann saß ich halt wieder kichernd im Bett. Und ja, wir haben Harveys neue Augen gemacht und das wurde dann von Gronkh Let's Played. Und das war natürlich der Punkt, wo halt auch wir in so eine Art Siegestaumel auch reingeraten sind, der gar nicht mehr aufhören wollte. Ach, ist das schön. Ich bin ja gerade so ein bisschen am Feiern. Ach, Mensch. Das muss man halt auch sagen. Also, Daedalic Entertainment war schon erfolgreich, also für deutsche Verhältnisse erfolgreich, bis zu dem Zeitpunkt. Also, man muss halt wirklich sagen, Gronkh hat super viel reingebracht. Also, Gronkh war ein Gamechanger für Daedalic Entertainment. Bis zum geht nicht mehr. Also das war Wahnsinn, was dann auf einmal Daedalic Entertainment für Fahrt aufbekommen hat. Ihr müsst ja noch ein bisschen bedenken, was das für Zeiten waren. Also da war Facebook ja noch vor allem dominanter. Und so einer wie Gronkh, der dich dann auf YouTube gebracht hat. Und Let's Plays war auch zu dieser Zeit ein ganz, ganz schwieriges Thema für Adventure Games. Weil wenn du Adventure Games einmal durchgespielt hast, dann hast du eigentlich nicht mehr einen Grund, nochmal zu spielen, außer vielleicht ein paar Jahre später, weil ihr das Setting mögt und so weiter. Aber als Zuschauer ist es meistens so, oder das war die Annahme, dass ihr ja dann den Let's Player dann einfach das anschauen lasst, also quasi er spielt es, ihr schaut es an und ihr habt dann gar keinen Grund, das Spiel zu kaufen. Und genau das wurde widerlegt damit, durch Gronkh. Hi Sumsum. Mit Gronkh hat man halt gesehen, dass wenn Let's Player auch Adventures oder andere Games halt spielen, dass die einen wirklichen Verkaufsschlager, einen Verkaufshit daraus machen können. Und das war komplett neu bis zu diesem Zeitpunkt.
das muss man halt immer noch beachten, weil wir sind noch in dieser Anfangszeit, wo Influencer und so weiter eher noch belächelt worden oder wo denen noch restriktiv gesagt wurde, bitte spiel nur bis dahin, bitte mach nur das, zeigt nicht das Ende, damit alle Leute quasi selber dann spielen sollen, was halt total utopisch ist. Und das ist halt, ja, bis dann. Das ist halt genau das, was ihr ein bisschen im Hinterkopf haben müsst, was das noch für eine Zeit war. Und dass dann Gronkh kam, er einfach The Delic Entertainment zu einer neuen Ebene, zu einer Höhe geschafft hat. Man muss dazu aber sagen, nur in Deutschland. Das, wir hatten nicht diesen Effekt dann außerhalb von Deutschland. Und das war eben so ein bisschen das Dorn im Auge, weil Deutschland alleine trägt halt ein Studio irgendwann nicht mehr, leider. Vor allem nicht mit dieser Nische. The Delic Entertainment entwickelte sich daraufhin zum Synonym für gute Adventure-Spiele und sorgte für eine Renaissance des Genres. Ein Ruf, den sie mit ihrer bald schon erfolgreichsten Eigenmarke, Deponia, nur noch weiter festigen sollten. Anfang der 2010er, als sie mit Deponia und so eben ihren Zenit erreicht haben, meiner Meinung nach, waren sie so die Darlings der deutschen Spieleindustrie. Das war halt so eine Erfolgsgeschichte, die man in den 2000ern vielleicht auch brauchte in der deutschen Games-Branche. Und die schien kein Ende zu nehmen. Und wie so oft bei erfolgreichen Unternehmen gab es schon bald Interessenten, die die Firma übernehmen wollten. 2014 erwarb die Bastei Lübbe AG einen Mehrheitsanteil an The Delic. Die Verlagsgruppe wollte damit nicht nur den Digitalmarkt erschließen, sondern auch ein Spiel zu einem ihrer beliebtesten Bücher entwickeln lassen. Ken Folletts Die Säulen der Erde. Um diese Zeit stellte sich aber auch ein Bruch in The Delics Strategie ein. Man wandte sich vom klassischen Point-and-Click-Adventure ab und experimentierte mit vermeintlich massentauglicheren Ansätzen. Auch an neuen Genres versuchte man sich, beispielsweise mit Strategierollenspiel Blackguards, das sogar schon vor Übernahme erschien. Blackguards lief aber sehr, sehr gut, muss man dazu sagen. Also Blackguards war echt ein Hit, auch in dem Bereich, weil das einfach Leute waren, die halt vorher das gar nicht so gepublished haben bzw. entwickelt haben. Und Blackguards war echt für sein Genre her ein sehr, sehr gutes Spiel. Und man muss da halt dazu sagen, Point and Click hat sich zu der Zeit bei The Delic Entertainment nach dem Erfolg auch super krass weiterentwickelt. Also da gab es dann halt solche Sachen von Quantic Dreams wie Heavy Rain und dann von hier The Walking Dead von Telltale Games. Telltale Games ist ein Riesentreiber nach The Delic Entertainment gewesen für die gesamte Point and Click Adventure Sache. Es war auf einmal viel präsenter, Point and Clicks wieder zu spielen. Und warum? Weil The Walking Dead bzw. die Telltale-Game einfach mehr den cineastischen Ansatz hatten und leichter waren. Also bei den The Delic-Spielen waren sehr viele obskure Rätsel, auf die man halt nicht kommt und was halt schwierig ist. Aber dementsprechend bei Telltale Games war das alles cineastisch und dadurch hattest du eine viel größere Zielgruppe. Leute haben das gespielt, um die Story zu erleben und die haben nicht mal gemerkt, dass es ein Game ist. Teilweise mag der Wandel auf den Wunsch nach kreativer Veränderung zurückzuführen sein. Klar ist aber auch, dass der Druck auf das Unternehmen stieg. Vor allem, weil halt Bastei auch eine Aktiengesellschaft ist. Das heißt, die sind natürlich ihren Aktionären dann auch verpflichtet. Und das heißt, der Druck von der Geschäftsführung von Bastei steigt auf die Geschäftsführung von The Delic. Und so kaskadiert das natürlich dann. Da kann man halt noch so viel Erfolg mit seinem Point-and-Click-Adventure haben. Mit Öffnung von Steam, zu quasi jeder kann sein Spiel einstellen, der es fertig bekommt, wurde es für Point-and-Click-Adventures halt einfach schwieriger. So idealistisch man halt auch ist, am Ende des Tages kann man immer nur so viele Spiele machen, wie man noch Geld in den Taschen hat. Ach, Paul, ich liebe ihn. Paul, einfach bester. Einfach so ein Urgestein von The Delic Entertainment gewesen. Ja, und das ist halt eben das Problem. Also, man hatte in Deutschland auf jeden Fall bei The Delic Entertainment immer noch das Prädikat, The Delic Entertainment macht gute Spiele, The Delic Entertainment läuft in Deutschland. Also wir hatten halt wirklich eher das Problem, wie bekommt man diesen deutschen Humor, diese deutsche Sachen irgendwie außerhalb von Deutschland präsenter. Und solche Sachen, wenn ihr jetzt vielleicht an Deponia, Edna bricht aus, die mit einem sehr, sehr krassen, uniken Humor sind, der deutsch ist, den kannst du nicht einfach übersetzen. Und das ist eben dieses Problem gewesen, wie schafft man es denn außerhalb? Weil alleine nur in Deutschland zu vermarkten, wird halt ein entsprechendes Studio nicht mehr
ja, wirtschaftlich machen. Und das war ein riesen, riesen Problem. Dann mit Steam eben noch zusätzlich. Die ersten Spiele gab es ja nur noch bei quasi mit DVD und so weiter. Und dann hat sich das ja so ungefähr 2012 so ungefähr abentwickelt, dass es mehr auf Steam passiert. Und dann irgendwann ist es ja nur Steam. Und auf Steam bist du ein Spiel von super, super vielen. Selbst wenn du das Studio von Deutschland bist, das ist dann kackegal, weil du gehst dann halt unter bei diesen gesamten super krassen Spielen, die es da gibt. Und wenn du halt nicht sofort am ersten Verkaufstag, also quasi in den ersten 2-3 Stunden, oft in diesen Top 10 bist, in diesen Top 20, kannst du es eigentlich quasi vergessen. Du kannst dein gesamtes Spiel und so weiter vergessen, weil du musst in diese Top 10, Top 20 von Steam kommen, damit du weiter gepusht wirst. Und das ist so ein immenser Druck, den man halt auch teilweise halt außerhalb gar nicht sieht, weil wenn du die Sichtbarkeit nicht hast, dann ist das Problem, dann musst du außerhalb davon Sichtbarkeit bekommen, damit du Traffic drauf bekommst. Und wer ist dann da prädestiniert dafür? Influencer. Influencer, die dein Game spielen. Das Problem ist nur, super viele Leute gehen halt auf Influencer zu und wollen sie natürlich auch für sich haben. Und das kostet bei sehr vielen Leuten was. Und wenn ihr wissen würdet, allein in Deutschland, wie viel die Leute verlangen für einen Stream. So 3-4 Stunden, einfach nur ein Game. Wie viel Geld da fließt. Das kann sich kein Indie-Studio leisten, das kann sich meist auch kein mittelständisches Unternehmen leisten, sehr viele Influencer dann zu bekommen. Heißt, man muss dann wirklich selektiv vorgehen und das ist ein super, super schwieriger Markt geworden. Symbolisch für diesen Umschwung steht das Spiel Silence. Der Nachfolger zu The Whispered World sollte mehr Erlebnis als Rätselspiel werden und ähnlich wie Telltale's The Walking Dead auch Interesse außerhalb der Point-and-Click-Klientel wecken. Helfen sollte dabei der aus 3D und handgezeichneten Elementen bestehende Eddie. Moderne Look. Doch aufgrund der fehlenden Erfahrung in diesem Bereich entpuppte sich die Entwicklung als enorm langwieriger Prozess. Silence erschien nicht, wie ursprünglich angedacht, Ende 2014, sondern mit ganzen 2 Jahren Verzögerung. In der Zwischenzeit war Silence dann halt irgendwie nach ewiger Zeit fertig. Und das ist ja kein Geheimnis, dass das Team sich echt ganz schön dafür halt aufgerieben hatte. War ein wunderschönes Spiel, hat aber sehr viel Energie eben gefressen, dass man gemerkt hat, okay, 3D-Spiele sind halt nochmal ein anderes Level als ein 2D-Spiel, wo man erfahrene 2D-Artists hat, die eine Animation relativ schnell hinbekommen, weil sie das einfach schon öfter gemacht haben. Dadurch war da halt ganz schön große Spannung so, die sich dann halt auch dadurch geäußert hat, glaube ich, dass dann halt einige aus dem Team nach Silence gesagt haben, so jetzt brauche ich jetzt auch erstmal Pause. Trotz. Ja, also Silence war ein mega schönes Spiel. Beziehungsweise das Problem war halt eben dieser neue Ansatz, den sie dann setzen wollten, also quasi weg von dem Ursprungsdesign hin zu 3D beziehungsweise 2D. Dadurch war das so ein massiver Aufwand von der Entwicklung, natürlich auch durch die Verspätung gesehen, massiv alle Ressourcen fressen, kann man sich natürlich vorstellen, weil das so 2 Jahre verspätet ist. Und es war im Endeffekt dann, als es rausgekommen ist, einfach ein schönes Spiel, aber viel zu kurz und viel zu teuer dann entsprechend für diesen Umfang, den man geboten bekommen hat, wenn man es dann eben vergleicht mit anderen Spielen. Und das war eben dieses ganze Krux da drin, dass man eigentlich gesagt hat, man muss dieses Geld verlangen, damit es irgendwie, damit man es irgendwie finanziert. Aber wenn man es halt als Endverbraucher nur sieht, dann ist es nicht gerechtfertigt. Das ist halt eben eine sehr, sehr krasse Krux gewesen. Aller Mühen und eines wirklich schönen Spiels floppte Silence. Ein herber Schlag für das Team, das anschließend durch eine große Entlassungswelle zerschlagen wurde. Und die Probleme dieses Projekts sollten künftig symptomatisch für das Unternehmen und auch später der Herr der Ringe Gollum werden. Ambitionierte Projekte, die in der Entwicklung unerwartet schwerfällig ausfielen, mangelnde Erfahrung, verschobene Releases und darauffolgende enttäuschende Verkaufszahlen. Das episodisch angelegte Die Säulen der Erde floppte ebenfalls. Auch State of Mind, das erste mit Unreal Engine entwickelte Adventure, sei in einem zehrend langen Prozess entstanden, dessen Kosten bei Release nicht eingespielt werden konnten. The Delic geriet in eine Krise und musste sich dringend neu erfinden. Doch die wahren Probleme des Unternehmens waren nicht die offensichtlichen. Also ich muss halt sagen dazu, also ich würde die Sachen gar nicht mal so als großen Flop oder sowas bezeichnen, weil da denkt man vielleicht an andere Titel, also da sind schon Sachen verkauft worden, etc. Ne?
Aber es war natürlich hinter den Erwartungen. Hinter den Erwartungen, das kann man, glaube ich, eher sagen. Flops finde ich aus meiner Sicht halt immer zu brachial dann. Kapitel 2, Qualität kommt von Qual. Herr Britta war es halt wirklich so ein ganzes Spiel. Ich glaube, wir hatten nur 3 Monate. Und wir haben es irgendwie hinbekommen, keine Ahnung. Und irgendwann kamen die Leute halt morgens ins Büro und ich saß da. Sitzt du seit gestern da? Und ich so, sitze ich? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht. Aber das war halt ich so. Ne? Ich habe damals halt nicht dolle drüber nachgedacht. Das war halt mein Leben. Ich habe es halt sehr gerne gemacht. Und ich war halt im Endeffekt, war ich halt ein scheiß Vorbild so für die Mitarbeiter. Ne? Eines. So, Moment, ich wollte nicht so ein Stillbild machen. Das ist halt eben das Ding. Ich sehe das ja auch an mir selbst, jetzt in der Selbstständigkeit. Und ich habe meine eigenen Babys, ich habe meine eigenen Projekte. Und die Arbeitszeiten, die ich habe, die sind nicht gesund. Aber trotzdem sind das meine Arbeitszeiten und das sind ja meine Babys. Und das ist, glaube ich, immer so das, was jetzt mir geholfen hat, ein bisschen eine andere Sicht drauf zu bekommen. Wie Poki das beispielsweise geschafft hat. Also, ihr müsst euch wirklich vorstellen, 3 Monate, ein Spiel. Wisst ihr, das ist einfach insane. Und vor allem die Qualität, die er dadurch noch reinbekommen hat. Aber das ist halt auch nicht gesund. Und das Ding ist, wenn du es von dir selbst forderst, okay, du kannst dich halt dann selbst kaputt machen, wenn du dann unbedingt dieses Spiel in 3 Monaten fertig machen willst. Aber wenn diese Erwartungshaltung weitergeht an die anderen Mitarbeiter, dann kommen wir zu einem Problem. Weil die anderen Mitarbeiter, das ist nicht deren Babys. Die bekommen jetzt beispielsweise, sie bekommen ihr Gehalt, aber sie sind ja kein Geschäftsführer in dem Sinne, wisst ihr? Und da muss man halt immer gucken, dass man da halt auch ein gesundes Mittelmaß halt findet. Und das ist schwierig, vor allem in der Gaming-Industrie. Von Dedelics Problem fängt genau hier an. Um das kurz klarzustellen, in keinem unserer Gespräche wurde Poki als treibender Faktor von Crunch und Überstunden erwähnt. Poki ist einfach zu lieb. Poki ist einfach so ein Herzensmensch. Der würde sowas nie machen. Aber er war sicherlich auch Teil eines Arbeitsklimas, in dem mehr gegeben, aber auch verlangt wurde, als vertraglich festgelegt. Und das zumeist unvergütet. Die GameStar berichtete darüber schon Ende 2020, leider aber recht unauffällig hinter der Plus-Paywall. Mit uns sprachen ehemalige Angestellte zum ersten Mal offen darüber. Ich weiß auch, dass manche Leute sehr viele Probleme damit hatten, weil natürlich auch dann solche Leute sehr schnell zu viel gearbeitet haben. Und dass dieser Job einfach sie nur noch konsumiert hat. Ja, und das ist halt eben dieses Problem, dass sehr viele junge Leute da reinkommen, dazu kommen sie auch gleich, und die Leute noch nicht so wirklich die Erfahrung haben, Grenzen zu setzen. Sie wissen halt noch nicht, Nein zu sagen. Das ist halt das Problem, dass du dann irgendwie ambitionierte Leute hast, die super viel geben, super viel arbeiten auf einer Stelle. Und da geht das halt richtig, richtig einfach in die Passion rein und deswegen gibst du mehr. Und dann, ja, ich sehe gerade Zwillinge, weiß auch nicht warum. Und dann hast du auf der anderen Seite die ganz, ganz jungen Leute mit Berufseinstieg und so weiter, die einfach auch mit Leidenschaft dahinter hängen, einfach so alles geben wollen, ausprobieren wollen, aber sie hängen ja nicht so tief drin wie die anderen Leute. Die verdienen auch nicht entsprechend und sie versuchen alles zu geben, aber sie haben ja auch nicht diese Expertise, um alles geben zu können. Sie wissen ja auch teilweise super wenig. Und dann geben sie noch mehr, sie arbeiten Schichtstunden, also wirklich, also was ich da gesehen habe, nicht bei Delic, sondern auch anderen Leuten, die kommen da um 9 Uhr morgens rein, wenn überhaupt um 9, wenn vielleicht schon früher, und gehen dann so um 23, 24 Uhr. Und das war teilweise normale Zustände. Und das ist halt dieser Crunch, der einfach so toxisch in der Gaming-Industrie ist. Und das geht nicht. Und das kann ich auch nicht mal nachvollziehen, wenn einfach gesagt wird, ja, musst du halt mal machen. Nee, wir reden davon, von solchen Arbeitszeiten, mit Wochenende übrigens nochmal zusammengearbeitet, über Wochen hinweg. Zu jedem Produkt? Ich war schon komplett durch. Ich bin auf die E3 geflogen nach Los Angeles. Schon die 2 Wochen davor. Ständig Überstunden gerissen. 60-Stunden-Wochen. E3 selber, 16-Stunden-Tage. Ich weiß noch, wie ich in Heathrow komplett gejetlaggt weitergearbeitet habe. Und am nächsten Tag ging es direkt weiter. Ich hatte schon Pre-Burnout-Symptome, wenn ich nicht sogar schon einen Stillen gehabt hatte.
Dedelic war sehr herausfordernd. In dem Sinne, weil ich super viel schon Verantwortung sehr früh getragen habe. Das kann ich halt nicht sagen, ob das jetzt zu viel, zu wenig und sonst was, weil ich nicht. Ich setze mich mal woanders hin. Moment. Ich bin immer in meinem Gesicht. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. So, Moment. Mach mich mal hier hin. Ich glaube, das ist besser da unten. Ja, weiter geht's. Natürlich auch sehr jung war, ich war super ambitioniert und ich wollte unbedingt diese Karriereleiter haben und natürlich habe ich dann mehr gegeben. Unseren Recherchen zufolge. Das ist halt eben genau dieses Problem von diesen ambitionierten Leuten und ich zähle mich dazu. Ich war Teil des Problems. Oha, ja, ich war Teil des Problems, weil ich habe das ja mitgetragen. Ich habe das ja einfach mitgemacht und ich habe mich gar nicht mal hinterfragt, so, Sandra, was du machst, ist nicht gesund. Nee, ich habe gesagt, nee, ich muss mich jetzt beweisen, das ist mein erster Job und ich will diese Karriereleiter hoch. Bis zur Head of Communications und ich habe es geschafft, bis zu diesem Punkt hinzu. Aber ich habe nicht mal realisiert, was ich da mache, ist total toxisch zu mir selbst und total ungesund. Es sollte niemals so abgetan werden, dass Arbeitsstunden über, sage ich mal, 60, 70 Stunden einfach okay ist, dass es cool ist, dass es viel arbeiten, dass das irgendwas bedeuten würde für dein Prestige. Das ist es halt nicht. Und das ist halt wichtig zu sehen für sich natürlich auch im Anschluss, was das mit einem machen kann. Hi Janine. Dass das nicht gut ist und dass das niemals glorifiziert werden sollte, wenn ihr zu viel arbeitet. Sollte nicht. Und das habe ich für mich selbst getan. Ich habe gedacht, ich habe mal wieder, keine Ahnung, für einen Release, Deponia Doomsday beispielsweise, habe ich mal wieder meine 80 Stunden gerissen. Boah, ich bin so krass, ich bin so ein Übermensch. Nee, was ich war eine Idiotin, die nicht sieht, dass ich da komplett in irgendwas reinrassele. Und das war es natürlich auch, weil wenn du so viel gibst, so viel Leidenschaft für einen Beruf und du vielleicht dann nicht diese Wertschätzung bekommst, die du eigentlich Wertschätzung bekommen möchtest, dazu kommt es auch gleich noch, dann bringt dich das noch mehr zum Wanken. Und das ist das Problem. Wurde viel auf junge Mitarbeitende, Praktikantinnen, Praktikanten und Berufseinsteigende gesetzt. Den Aussagen nach nicht nur, weil sie günstigere Arbeitskräfte darstellen, sondern auch, weil sie das vorherrschende Klima antreiben, den Grad an Belastung nicht als kritisch oder ungewöhnlich einschätzen können und als dankbare Branchenneulinge bereitwillig mehr leisten. Laut Dedelic Entertainment, die sich im Laufe unserer Nachforschungen schriftlich zu unseren Fragen geäußert haben, würde es aktuell keine Praktikanten und nur wenige Berufseinsteiger im Unternehmen geben. Dies sei auch schon in den letzten 5 bis 10 Jahren so gewesen. Gerade Letzteres stellten unsere Quellen aber anders dar. Im Statement. Ich muss mal kurz selber überlegen. Also aktuell hat Dedelic keine Praktikanten oder Auszubildenden, nur wenige Berufseinsteiger. Das war in den letzten 5 bis 10 Jahren bereits so. Das ist natürlich Auslegungssache, was wenig bedeutet, ne? Also, da muss ich halt so selber sagen, das ist jetzt Auslegungssache, was wenig bedeutet. Also, wenn ich jetzt mein Team alleine anschaue, was ich dann als Head of Communications geführt hatte, dann war das neben Lisa 2 Auszubildende. Und ich meine, eine Werkstudentin war noch da. Also in meinem Team kann ich nicht von wenigen bezeichnen, aber das ist natürlich Interpretations-Auslegungssache, was jetzt wenig bedeutet. Und ich habe in der Zeitspanne 5 bis 10 Jahren ja dort gearbeitet, ne? Also gut, wollte ich nur mal kurz sagen. Weiß ich jetzt nicht, aber gut formuliert, gut formuliert. Dann heißt es weiter, dass in den ersten Jahren stärker auf Berufseinsteiger gesetzt wurde, da man bis zum 2. Unternehmensverkauf an Nacon immer ein unabhängiges Unternehmen ohne Investoren war. Das ist halt auch ein Turnpoint gewesen bei Nacon. Also sie wurden ja erstmal in Basel-Lübbe, hatten sie Anteile verkauft und dann später haben sie sich an Nacon verkauft. Das war nach meiner Zeit. Das war 2020 meines Wissens nach. Und dementsprechend bis 2020 waren auch super, super viele Schwierigkeiten intern. Aber das darf ich natürlich vertraglich nicht sagen. Das ist natürlich auch sowas, wo sehr viele
nicht drüber reden dürfen bei The Delic Entertainment, weil egal in welchem, bei welchem Arbeitgeber du bist, du hast ja auch Sachen unterschrieben. Bei manchen Sachen darfst du einfach nichts sagen. Und das ist natürlich auch hier der Fall, dass man jetzt nicht irgendwelche Betriebsgeheimnisse und so weiter ausplaudern kann. Aber natürlich gab es schon sehr, sehr schwierige Zeiten, alleine durch halt die fehlenden Investoren. Aber darüber hat The Delic und beziehungsweise Carsten auch schon öffentlich mal geredet. Auch wenn sich in vielen Gesprächen, selbst den sehr kritischen, diesbezüglich ein Zwiespalt zeigte und immer auch Dankbarkeit für den ermöglichten Karrierestart herauszuhören war, konnte das den Frust über die geringe finanzielle Wertschätzung letztlich nicht verhindern. Das war auch mit zum Beispiel einer der Gründe, warum ich auch dann gesagt habe, ich muss weiter. Ich kann nicht mehr da bleiben, weil ich kann mir nicht hoffen, dass ich das Geld bekomme, was ich als studierte Person eigentlich bekommen sollte, die drei Jobs gleichzeitig macht. Wenn du halt AAA-Level-Spiele machen möchtest und irgendwie da mitspielen möchtest in diesem Bereich, dann muss halt auch geldtechnisch dann AAA-Gehälter eigentlich angepasst werden. Exemplarisch für den... Das ist korrekt. Also Lisa Mallory ist sowieso Herz und Küsse und so weiter gehen raus. Lisa Beste. Aber genau das ist es halt. Und in der Gaming-Industrie ist es auch so, dass die Gehälter sehr, sehr, sehr niedrig sind. Also das ist halt eben dieses große, große Problem, dass du dann irgendwo in Berlin wohnst oder wohnen musst durch einen Entwickler. In Hamburg, München oder Köln und so. Aber die Gehälter, vor allem in gewissen Bereichen, vor allem QA und so weiter, das reicht nicht. Das reicht nicht für eine Wohnung, nicht mal für ein WG-Zimmer. Und das ist halt ein super schwieriges Ding, weil das ist ein Branchenproblem. Ein Branchenproblem schlechthin. Und wir reden hier nicht nur von den Gaming-Entwicklern, sondern auch von den anderen Leuten auf der anderen Seite. Journalisten, Redakteure, freie Redakteure und so weiter. Die werden teilweise ausgenommen für ihre Arbeit und können sich halt nichts bezahlen. Ich kenne Leute, die teilweise auch wirklich Flaschen gesucht haben zu Zeiten, wo es noch kein 49-Euro-Ticket gab, damit sie ihr Busticket bezahlen können. Es wird nur besser, gerade durch Homeoffice. Durch Homeoffice wird es gerade besser, weil sie entsprechend nicht jetzt irgendwo wegziehen müssen. Aber ganz ehrlich, was ist denn das für ein Zustand? Weil ich möchte beispielsweise zumindest in der Nähe von meinem Arbeitgeber wohnen oder auch mal ins Studio gehen können und so weiter. Und wenn ich mir das nicht mehr leisten könnte, weil das viel zu wenig Geld ist, dann ist das ein Problem. Und das ist ein strukturelles Problem. Komplettes strukturelles Problem. Und vor allem in der Medienbranche und ganz, ganz zutiefst in der Gaming-Branche. Hi, Flake! Im Umgang mit Mitarbeitenden steht eine Geschichte, die uns häufig erzählt und zynisch als Praktikantenaufstand bezeichnet wurde. Der Hintergrund. Der 2014 eingeführte Gesetzesentwurf zum Mindestlohn, demzufolge bis auf wenige Ausnahmen auch Praktika mit einem Stundenlohn von 8,50 Euro vergütet werden mussten. Doch The Delic sei dazu nicht bereit gewesen. Und alle haben darauf gewartet, dass Geschäftsführung, Personalabteilung, irgendjemand mal ein Statement dazu abbringt, was denn jetzt eigentlich passiert. Die Entwicklung hat darauf gewartet, weil wir müssen ja auch wissen, was ist denn jetzt? Haben wir in 6 Monaten noch unsere 10 Praktikanten hier im Projekt oder haben wir die nicht mehr? Kurz danach wurde ich dann in die Personalabteilung eingeladen. Florian Weißer war nicht PR und Head of Communication, das war ich, nein. Ja, aber das war zu einer Zeit, wo ich nicht da war. Also das war zwischen meinem Praktikum und meiner ersten Stelle. Das war 2014, wo ich noch studiert habe. Deswegen kann ich dazu leider gar nicht sagen. Um meinen Vertrag zu verlängern. Alles klar, nehme ich mit, lese mir zu Hause durch und habe gedacht, ja Moment mal. Das ist aber weniger, als ich nach Mindestlohn bekommen müsste. Und mit der Info bin ich dann am nächsten Tag wieder in die Personalabteilung. Und dann wurde mir halt einfach so gesagt, ja mehr zahlen wir aber nicht. Laut Weiser wurde eine Bitte nach einem klärenden Gespräch erbost ausgeschlagen. Auch ein Meeting mit der Personalabteilung wurde abgelehnt. Konsequenzen gab es aber trotzdem. Und ich sollte doch bitte einen Auflösungsvertrag unterschreiben. Ja, Ende vom Lied war, ich habe es nicht unterschrieben. Ich wurde des Hauses verwiesen und ich durfte noch unter Aufsicht den Computer runterfahren und meine Tasche mitnehmen. Vor meinem allerbesten Lieblingskollegen konnte ich mich nur verabschieden, weil der mir noch hinterhergelaufen ist. Florians Zeit bei The Delic fand so ein unschönes Ende. Doch für seine Praktikumskolleginnen und Kollegen ging es noch weiter. Die seien irgendwann von einem Schreiben auf ihrem Tisch begrüßt worden, das uns vorliegt. Ein Zusatz zum Praktikumsverhältnis. Allein, dass sie dieses Schreiben jetzt haben. Es kommt noch eine Mail später. Wild. Also da musste ich wirklich, wirklich schlucken, weil
Das ist krass. Das ist krass, dass die das vorliegen haben. Dass sie unterschreiben und damit bestätigen sollten, dass es sich bei ihrer Anstellung um ein freiwilliges Praktikum im Rahmen der beruflichen Orientierung handelt. Damit wären sie eine der Ausnahmen gewesen, die keinen Anspruch auf den Mindestlohn gehabt hätten. Das Problem ist nur, damit hätten sie gelogen. Was mir persönlich sagt, die wussten genau, was sie da für eine Schweinerei machen und es im Nachhinein legitimieren wollten. Ich glaube nicht, dass irgendjemand das unterschrieben hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass dann auch fristlose Kündigungen ausgesprochen wurden, die auch nachher angefochten wurden und wo sich dann, soweit ich weiß, nachher geeinigt wurde. Auch zu diesem Fall hatte Delic uns gegenüber eine Stellungnahme abgegeben. Man sei aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen gewesen, die Kündigung auszusprechen. An das erwähnte Schreiben könne man sich aber nach all den Jahren nicht mehr erinnern. Das bis hierhin beschriebene sind alarmierende Umstände, die laut vieler Aussagen Grund für enorme Fluktuationen im Unternehmen waren. Doch wie es scheint, gibt es da ein noch schwerwiegenderes Problem bei Delic. Alle Personen, mit denen wir anonymisiert gesprochen haben, erwähnten den harten und unnachgiebigen Führungsstil von CEO Carsten Fichtelmann und COO Stefan Harms, der für viel Druck und Stress gesorgt haben soll. Nur wenige Personen haben sich damit einverstanden erklärt, vor laufender Kamera mit uns darüber zu sprechen. Am Anfang war es halt noch wirklich familiärer, die Leute haben mehr zusammengehalten und mit den größeren Titeln kam halt auch mehr Druck und das hast du dann halt auch innerhalb der Firma gemerkt. Es war, nachdem Stefan Harms in die Firma reingekommen war. Und der hatte eingeführt, dass an Release-Tagen gewisse Abteilungen bis 10 oder 11 Uhr abends in der Firma sein sollten. Aber dann wurden plötzlich Sprachversions-Updates als Releases bezeichnet und dann hattest du so das dritte Mal bis 11 Uhr da sitzen in 2 Wochen. Zudem diese späten Stunden, die auch damals nicht vergolten wurden, diese Überstunden, das wurde einfach erwartet. Da wurde auch rangegangen mit einem so, hier muss was geleistet werden von euch. Das ist ein Privileg, hier in der Spielebranche zu arbeiten. Die Projekte brauchen diesen Bluteinsatz von euch. Zu dieser Aussage passend liegt uns eine interne Mail von 2016 vor. In der von COO Stefan Harms verfassten Nachricht heißt es unter anderem, wir werden Überstunden künftig weder ausbezahlen noch abbauen lassen. Stundenkonten werden nicht geführt. Mehrarbeit ist ein völlig normaler und gängiger Parameter in unserer Industrie. Bei der Produktion von Software und insbesondere von Spielen sind Crunchzeiten der Regelfall. Die Spielregeln bezüglich Arbeitszeiten werden offen kommuniziert. Jeder, der damit nicht einverstanden ist oder damit nicht leben kann und will, darf das Recht auf freie Arbeitgeberwahl nutzen. Dass Überstunden bei Delic nicht ausgeglichen werden konnten, stritt das Unternehmen auf Nachfrage ab. Deswegen, das meine ich damit, dass sie diese Mail bekommen haben. Das ist schon sehr hart gewesen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie dann auch das entsprechend intern aufgenommen wurde, wenn ihr schon so reagiert. Und wenn ihr intern eventuell so eine Mail bekommen habt, nun. Man habe sich stets an die vertraglichen Vereinbarungen gehalten. In dem uns vorliegenden internen Schreiben wird zwar auch Ausgleich bei Crunch auf Einzelfallbasis erwähnt, bei unseren Gesprächen hieß es aber, dass dieser Ausgleich selten im Verhältnis zu den tatsächlich geleisteten Stunden stand. Crunch mag ein gängiges Problem in der Branche sein, sollte aber eben nicht zur Normalität werden. Dazu haben wir in Folge 187 auch schon mal ausführlich berichtet. Bis dann, Janine. Soweit wir aber erfahren haben, hat sich an dieser Überstundenregelung bei Delic nie eklatant etwas verändert. In den letzten Jahren sei Crunch in der internen Kommunikation aber zumindest seltener eingefordert worden. So oder so zeigt die zitierte Mail fehlende Wertschätzung gegenüber Mitarbeitenden. Schlimmer noch, vor allem von CEO Carsten Fichtelmann wurde uns darüber hinaus ein noch finstereres Bild gezeichnet. Er hätte Mitarbeitende oft angebrüllt, seine Macht ihnen gegenüber ausgespielt und nicht selten für Tränen gesorgt. Mit diesen Vorwürfen konfrontiert, zeigt sich Delic überrascht. Im Unternehmen herrsche ein freundschaftliches Betriebsklima. Die Geschäftsleitung habe sogar viel Lob dafür erfahren, immer ein offenes Ohr für das Team zu haben. Auf angebliche Vorwürfe anonymer ehemaliger Mitarbeiter zu antworten, fiele jetzt schwer. Aber zur Verdeutlichung. Mit nur einer Ausnahme hat im Gespräch jede anonyme Quelle diese Kritik geäußert. Einige wenige sogar vor laufender Kamera. Oh. Jetzt komme ich gleich. Ich bin gespannt. Sagt mir gerne, wie ihr das gleich interpretiert. Okay? Schreibt es mir gerne gleich in den Chat, was ich gleich sage. Es herrschte so eine Atmosphäre der Angst. Carsten ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, ein emotionaler Mensch. Also, wenn er enttäuscht ist, dann weiß man das.
Ich weiß nicht, ob ich diese Fragen, die ich halt gestellt bekommen habe, irgendwie sagen darf. Also die Fragen, muss ich schon sagen, waren schon sehr wild, die mir gestellt wurden. Die gingen schon sehr in eine Art von Richtung, wo ich halt gesagt habe, nee, ich möchte fair bleiben. Sehr neutral ausgedrückt, finde ich gut. Ziemlich gut. Ich wollte immer fair bleiben. Ich wollte immer fair bleiben und mich natürlich auch nicht angreifbar machen, ganz ehrlich. Also, ich bin selbstständig, ich habe keine Rechtsschutzversicherung. Ganz ehrlich, ich möchte nicht verklagt werden, jetzt in meinem jetzigen Zustand. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber es ist natürlich halt so, man kann da natürlich alles rein interpretieren. Und ich werde auch nicht lügen. Und dementsprechend war das halt diese Antwort, wo ich gesagt habe, damit fühle ich mich jetzt zurecht. Aber die Frage war halt sehr anders gestellt. Sehr, sehr, sehr anders gestellt. Aber ich weiß halt nicht, ob ich die Fragen jetzt, also ob ich die Frage vorlesen darf, weiß ich nicht. Deswegen mache ich es lieber nicht. Nicht, dass ich mich jetzt von Game 2 auf einmal kommt eine Klage von Game 2. Sarah, du hast die Frage vorlesen. Ups. Leak. Lieber nicht, lieber nicht. Ich möchte mich nicht nochmal angreifbar machen. Ich erinnere mich daran, wie Kollegen sich nur flüsternd im Raum unterhalten haben, weil sie Sorgen hatten, dass entweder Stefan oder Carsten sie hören. Da muss man auch einfach ehrlich sein und ich hoffe, das ist er auch zu sich selbst, dass er halt einfach manchmal ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Also es gab auch Momente, wo ich zu ihm gesagt habe, so kannst du nicht mit deinen Mitarbeitern reden. Es war immer so das Gefühl, du kannst nicht offen über deine Probleme und so weiter sprechen, weil... Genau, Somsom. Ja. Es ging halt schon so in eine Richtung, wo man halt schon gemerkt hat, wie sie halt auch darüber berichten wollen. Aber ich finde halt, was daraus im Endeffekt gekommen ist als Dokumentation, finde ich sehr, sehr passend, sehr, sehr gut. Es ist oftmals so, dass die Fragen anders waren wie im Video. Ja, sie waren halt sehr, sehr anders gestellt, sehr, sehr, sehr anders gestellt. Aber ich finde das sehr, sehr gut, was die Leute sagen. Also dementsprechend, niemand ist da so richtig reingegangen in dieses Bashing vielleicht oder sonst was, sondern ist fair geblieben. Und das merkt man halt auch schon. Da ist halt eben das Ding, man ist der Delic Entertainment sehr, sehr dankbar für die Zeit und was man mitgenommen hat. Es gibt aber auch super viele Schwachstellen, aber eben nicht nur bei Delic Entertainment, sondern in der Branche, die man angehen müsste. Das wird nachher gegen irgendjemanden verwendet. Ich glaube, er hat sich halt auch manchmal einfach als Geschäftsführung alleine und missverstanden gefühlt, weil er wollte ja wirklich, dass es läuft und er hatte auch seine super Momente. Aber ich glaube, es ist halt einfach schwierig, wenn jemand so unter Druck steht und irgendwie sieht, dass es nicht so läuft, wie er es sich vielleicht vorgestellt hat. Jeder verarbeitet das anders. Das ist aber natürlich auch keine Rechtfertigung dafür, lauter zu werden. Natürlich liegen einige der genannten Sachverhalte schon länger zurück. Trotzdem haben wir den Eindruck gewonnen, dass wir darüber berichten müssen. Zum einen, weil es in diesem Umfang eben noch nie getan wurde. Zum anderen, weil wir ja nachvollziehen wollen, wie es zum desaströsen Launch von der Herr der Ringe Gollum kommen konnte. Teile der Antwort darauf scheinen die Arbeitsbedingungen zu sein, die bei Dedelic vorherrschen. Ja, also die Arbeitsbedingungen bei Dedelic Entertainment waren schon andere. Also jetzt im Nachgang, wo ich sehr viel reflektiert habe, ich habe auch schon gesagt, während des Interviews, hätte ich das Interview ein Jahr, nachdem ich Dedelic Entertainment verlassen habe, geführt, wären meine Antworten anders gewesen. Die wären sehr, sehr schärfer gewesen, sehr, sehr komplett kritisch, was das alles angeht. Aber ich habe mir halt so gesagt, nein, ich habe trotzdem immer noch, ich bin trotzdem noch ein Mensch und ich hatte auch eine Verantwortung für mich selbst. Und vor allem während des Berufseinstiegs, ja, es war hart. Und sehr viele Sachen, die da vorgefallen sind, sind nicht okay. Und Feedback und so weiter war jetzt auch nicht, also Feedback-Kultur, die man ja so predigt, war jetzt in der Form jetzt auch nicht gegeben. Trotzdem ist es auch etwas, ich selbst habe ja auch wenig dafür getan, dass es dann halt kommt. Und ich wurde mir halt irgendwann bewusst, und ich glaube, das ist halt ein Prozess nach dem Berufseinstieg und so weiter, dass du dir selber auch sagst, du bist halt nicht einfach nur ein quasi Sklave von einem Unternehmen, sondern du kannst auch selbst deine eigene Meinung haben, du kannst selbst Sachen hervorpirschen und Feedback einfordern und so weiter und Prozesse verändern, weil die Leute, die oben sind, sehen das meistens nicht. Die sind wie betriebsblind zu diesen ganzen Sachen. Und je offener du bist für dich und desto mehr du dich selbst reflektierst, desto eher kannst du dir selber Grenzen setzen oder dann halt eben merken, auch halt, es gibt halt vielleicht auch nicht das Unternehmen,
wo du jetzt gerade bist, dass vielleicht passt das nicht hundertprozentig. Und dann musst du halt für dich auch entsprechende Lösungswege finden. Sei es jetzt eben mit dem Management zu sprechen, sei es eben, dass du einen Ausgleich im Freizeitbereich hast und so weiter. Aber es ist halt auch eben zu all dem, was auch wirklich kritisiert werden muss vom Management, Führungsposition und so weiter, finde ich es halt eben auch wichtig. Und das hat mir bis zu diesem Zeitpunkt, bis quasi 2020, wo ich meine weitere Therapie gemacht habe, niemand so offensiv gesagt. Es ist auch immer eine gewisse Eigenverantwortung dabei. Du musst dich immer noch selbst reflektieren. Und du darfst dich halt nicht immer komplett als Opfer sehen von deinem Chef und so weiter. Weil ja, es gibt die. Es gibt die, wo du sowieso nie Schuld hast. Du bist sowieso nie schuld, wenn dich irgendwer anschreit. Ganz ehrlich, das nicht. Trotzdem musst du für dich halt einen Weg finden, damit umzugehen. Und das Schlimmste ist, was du machen kannst, ist dich quasi zu lähmen. Dass du gar nichts mehr machen kannst und dich zurücklehnst und sagst, boah, keine Ahnung. Oder eben von einem Job zum nächsten zu hoppen, weil du immer dieselben Probleme hast. Und irgendwann muss für dich irgendwann zum Punkt kommen und du sagst, okay, ich muss an mir arbeiten. Ich muss eine Lösung finden. Noch vor Gollum wurde in diesem angespannten Klima weiter nach neuen großen Erfolgen gesucht. Und zumindest in zwei Bereichen klappte das auch. Mit dem Vertrieb von Spielen anderer Firmen, womit Dedelic schon in frühen Jahren anfing, sicherte man sich finanziell ab. Vor allen Dingen ab 2016 stellten sich im Publishing große Erfolge ein. Sowas wie Shadow Tactics beispielsweise war ein Riesenerfolg und Barotrauma beispielsweise auch, vor allem international gesehen. Vom Publishing her war das echt eine Goldgrube, wenn man so will. Abgesehen von diesem finanziellen Erfolg stellte sich auch noch ein weiterer ein. Nachdem es zu Unstimmigkeiten mit Eigentümer Bastei Lübbe kam, erwarben Gründer Carsten Fichtelmann und COO Stefan Harms die Mehrheitsanteile für 410.000 Euro zurück. 2021, also mitten im Entwicklungsprozess von der Herr der Ringe Gollum, wurde Dedelic für 53 Millionen Euro an den französischen Publisher Narcon verkauft. Zwar gab es nicht die komplette Summe, sondern erst einmal nur 32 Millionen Euro als Direktzahlung, trotzdem ist das, verglichen mit 410.000 Euro, ein satter Gewinn für das Hamburger Unternehmen. Ja, und das war auch die Zeit, wo ich auch schon nicht mehr da war. Also ich habe im Hintergrund immer wieder was davon gehört, natürlich auch bei Bastei Lübbe kann man sich sicherlich vorstellen, wenn die Anteile zurückgekauft wurden, dass da einiges gebrodelt wurde oder ist, wie auch immer im Hintergrund. Und natürlich auch gesucht wurde, wie man sich dann zukünftig aufstellt. Und das war schon eine sehr, sehr gute Chance, dann hier halt eben noch ein weiteres Standbein einfach zu haben. Wenn man vom Tiefpunkt nach dem Release von Silence absieht, lief es in wirtschaftlicher Hinsicht also gut für Dedelic. Nur leider nicht bei den eigenen Produktionen, die ja lange Zeit eigentlich das Kerngeschäft des Unternehmens waren. Doch auch in diesem Bereich versuchte man es weiter. Der nächste vielversprechende Titel: A Year of Rain. Oh, A Year of Rain. Oh, Year of Rain. Ein Titel, der mir sehr viele Kopfschmerzen bereitet hat, muss ich ehrlich sagen. Als Passion Project eines Entwicklers gestartet, sah die Geschäftsführung in dem Echtzeitstrategiespiel die Chance auf ein eigenes Service-Game. Ein Spiel, das lange durch Updates und Erweiterungen fortgeführt werden und beständig für Einnahmen sorgen sollte. Viele Mitarbeitende hätten sich motiviert in die Entwicklung gestürzt. Die Hoffnungen seien mindestens genauso groß gewesen wie die Ambition, obwohl Dedelic bis hierhin noch keine Erfahrung im RTS-Genre gesammelt hatte. Das erklärt, warum die Entwicklung problematisch verlief und das Spiel bei Release gemischt aufgenommen wurde. Aber das ist ja genau dieses Problem, was bei Dedelic sowieso immer fortan war. Ich finde es schön, neue Sachen auszuprobieren, immer wieder neu vorzusprechen und so weiter. Aber das war irgendwann fortan immer das Ding, dass wir irgendwie komplett immer wieder das Rad neu erfinden mussten. Sei es jetzt in dem Genre, sei es jetzt in dem Genre, sei es jetzt da. Und sowas wie Deponia Doomsday, also so ein normales Point-and-Click, wofür Dedelic ja bekannt war, waren die Ausnahme. Und das war natürlich auch aus Marketing-Sicht super schwierig dann auch zu verkaufen, weil Deponia Doomsday haben auch super viele Leute nicht irgendwie gewusst, dass es einen vierten Teil zu der Deponia-Trilogie gab, weil einfach Dedelic Entertainment einfach super viel irgendwann war. Es war wie so ein Medienhaus komplett, das keinen roten Faden mehr gehabt hatte von keinem der Spielen. Was vorher die Stories und so weiter im Fokus waren, war dann auf einmal alles. Also irgendwie war Dedelic Entertainment so ein aus meiner Sicht gesichtsloses Unternehmen geworden, das einfach nicht mehr diese Stärken hatte, die
Daedalic Entertainment ausgemacht hat zum Beginn an, wo ich natürlich da auch super gerne gearbeitet habe und natürlich auch so diese Passion bekommen habe. Und deswegen bin ich auch 2019 ausgestiegen. Doch das Team war fest entschlossen, die Fehler bis zur vollständigen Veröffentlichung zu beheben. Oder zumindest gingen sie davon aus. Genauso wie die Community, an die dieser Wille zur Besserung auch kommuniziert wurde. Die Vorgesetzten änderten aber ihre Pläne. Weil die Userzahlen deutlich hinter den Erwartungen zurückblieben und es den Anschein hatte, dass sich A Year of Rain nicht refinanzieren würde, stoppte man die Weiterentwicklung nur 3 Monate nach Launch. Tragische, tragische Geschichte, Year of Rain. Also mir tut es wirklich sehr, sehr leid um den Titel, weil ich fand, der hatte schon Potenzial. Ich habe ein Interview mit dem Lead-Designer gesehen, kurz vor Launch. Der sagte, es waren 25 bis 30 Leute, die daran gearbeitet haben, was jetzt kein riesiges Team ist, aber schon ein beachtlicher Anteil von Daedalic. Also muss da eine gewisse Überzeugung hinter gewesen sein. Und wo diese Überzeugung in dieses Produkt hin ist, da fragt man sich schon, was das strategische Denken dahinter war. Das unfertige Early-Access-Spiel wurde wenig später, ohne diesen Stempel, etwas vergünstigt auf Steam verkauft. Die Fans abgespeist und der Aufschrei der Community ausgesessen. Ein erster öffentlicher Schlag für den bis dahin guten Ruf von Daedalic. Es sollte, wie wir alle wissen... Naja, das ist der erste Schlag, den gab es schon vorher. Also da hat Daedalic Entertainment natürlich auch mit Silence und so weiter, weil das nicht in dem Ausmaß war, auch schon einige Fans und so weiter enttäuscht. Also da gab es schon weitere Enttäuschungen auch im Vorfeld. Nicht der letzte bleiben. In unseren Gesprächen stellten viele Mitarbeitende die Veröffentlichung von A Year of Rain als wahrscheinlich deutlichsten Warnschuss vor dem Gollum-Debakel dar. Immer stiller wurde es unterdessen um Mitgründer Jan Poki Baumann. Bis dann, Vicky. Noch vor dem 2016er Release von Deponia Doomsday, Daedalics bis heute letztem klassischen Point-and-Click, fasste er den Entschluss, sich neu zu erfinden. Unter dem Arbeitstitel Super Latent sollte ein filmisches Adventure mit verzweigter Narrative entstehen, das entfernt von Quantic Dream-Spielen wie Heavy Rain inspiriert wurde. Doch Poki verlor sich in einer langen, frustrierenden Konzeptionsphase, weil der offizielle Startschuss einfach nicht fiel. Noch bevor man so richtig angefangen hatte, wurde das Projekt eingestellt. Nach kurzer Elternzeit sollte dann der dritte Teil der Aetna-Reihe entstehen, bei dem sich aber auch früh Probleme abzeichneten. Und als das dann nicht sein sollte, war das halt für mich halt auch irgendwie einfach ein Signal. Und ich habe halt auch einfach gemerkt, ich kann halt gar nicht mehr zu diesem Zeitpunkt halt nochmal in eine Phase geraten, wo ich jeden Wochentag halt irgendwie länger im Büro zu bleiben, geschweige denn ein Wochenende so. Ohne das einstige Gesicht von Daedalic und mit den zuletzt gefloppten Eigenproduktionen steuerte Daedalic in eine unsichere Zukunft. Doch ein Projekt hatte man noch in der Hinterhand, dem internationale Aufmerksamkeit garantiert war und bei dessen Ankündigung der Branche der Atem stocken sollte. Das ist natürlich auch sowas, als Poki dann Daedalic Entertainment verlassen hat, das war schon ein sehr, sehr krasser Schlag. Also auch, wo ich dann draußen war und wo ich das dann gehört habe, das tat weh. Das tat sehr, sehr weh. Du hast so recht mit dem, was du sagst. Irgendwann will man ja für sich selbst einstehen und sich gut überlegen, was man alles mitträgt. Genau. Es ist halt wichtig, auch diese Eigenverantwortung ein bisschen selbst zu sehen, aber nicht dann in dieses trügerische, ich bin selbst schuld an allem oder sowas zu gehen. Man muss halt realistisch mit den Situationen umgehen und ich glaube halt, man hat das nicht am Anfang deines Berufslebens. Man lernt das dazu, aber ich hätte gerne jemanden an meiner Seite gehabt, die mir das am Anfang schon mal gesagt hat, die immer mal wieder mit mir über Sachen geredet hätte und dann halt versucht, mit mir zu reflektieren, ist das Problem wirklich nur gegenüber oder bin ich nicht auch teilweise das Problem? Damit man halt daran lernen kann und dass dieser Prozess einfach schneller vorangeht. Aber ich wüsste jetzt nicht, wer das selbst in der jetzigen Phase machen könnte. Also die Idee, dass ein Herr-der-Ringe-Spiel gemacht wird, war schon während Säulen der Erde-Zeit. Dass auch die Gespräche geführt worden mit der Tolkien-Familie, dass das ein super langer Prozess war. Schon seit 2014 versuchte sich Carsten Fichtelmann an einem Deal mit Middle-Earth Enterprises, dem Inhaber der Herr-der-Ringe-Buchlizenz. Klappen sollte das aber erst 2018. Dass der Deal zustande kam, war eine kleine Sensation. Eine große, weltbekannte Marke in den Händen eines deutschen Studios, bis heute ein echtes Novum. Die Idee, ein Spiel aus Gollum sich zu erzählen, kam dabei gar nicht von Daedalic selbst. Ja. Man gibt sich öfter an Sachen die Schuld, wo man gar keine Schuld dran hat. Deswegen immer reflektieren, genau. Es ist ja, gibt natürlich auch die andere Seite, die sich nie die Schuld sieht, ne? Oder immer.
immer die anderen durch die Schuld zieht. Also da gibt es immer diese zwei Medaillen. Aber es ist halt wichtig, beide Seiten richtig reflektieren zu können und sein eigenes Verhalten auch. Und wenn man Schuld hat an Sachen, das ist ja auch mal okay. Du bist ein Mensch, du machst Fehler. Aber man kann sich entschuldigen und weitermachen und weiter daran arbeiten. Das ist das, was man machen sollte, zumindest. Das Unternehmen trat auf das Bremer Studio King Art Games zu, die unter anderem für das Echtzeitstrategiespiel Iron Harvest bekannt sind. Auf Daedalics Anfrage hin erstellten die einige Pitches, unter denen sich auch die Idee zu einer Geschichte aus Perspektive von Gollum befand. Umgesetzt hat die später aber Daedalic selbst. King Art Geschäftsführer Jan Theisen erklärte per Mail, dass man damals nicht zusammengekommen sei und sie keinen Einfluss oder Einblick in die Entwicklung gehabt hätten. In den Credits des Spiels wird King Art aber als Ideengeber genannt. Wie wir in Gesprächen erfahren haben, gab es für das Spiel ursprünglich noch andere Ideen. Über ein klassisches Adventure wurde genauso nachgedacht wie über Aragorn und Gandalf als alternative Protagonisten. Letztendlich hätte man sich aber nach dem Lizenzgeber gerichtet. Interessanterweise soll trotz des schon beschriebenen schwierigen Klimas in der Firma unter den Beteiligten aber motivierte Aufbruchsstimmung geherrscht haben. Die Leute waren sehr ambitioniert. Im Endeffekt haben sich ja eigentlich alle gefreut, weil sehr viele bei uns Tolkien-Fans sind. Ich weiß, dass keiner von denen halt irgendwie da hingeht und sagt so, ach, das Geld haben wir ja schon und machen nur das Nötigste. Niemand von denen. Die haben sich halt alle den Arsch aufgerissen. Man muss ja auch dazu sagen, wenn man jetzt Entwickler ist oder generell für eine Firma arbeitet, du darfst auf einmal für Herr der Ringe arbeiten oder für irgendeine andere große Lizenz, die dich vielleicht in deiner Kindheit oder in deinem Jugendalter begleitet hat. Und jetzt darfst du ein Produkt dafür erstellen, für diese Welt. Das ist eine so krasse Ehre für super viele Leute und natürlich ist da niemand, der sagt, das fahren wir jetzt gegen die Wand. Sondern die Leute waren so, so happy, als sie dann die Zusage bekommen haben. Und als sie dann auch die Möglichkeit hatten, für Gollum zu arbeiten, die so viele Leute waren so krass happy und ambitioniert as hell. Die hatten richtig, richtig, richtig Bock drauf. Mindestens genauso motiviert wie die Mitarbeitenden war das Marketing von Daedalic. Schon ein Jahr nach Lizenzerwerb und Start der Pre-Production wurde der Herr der Ringe Gollum angekündigt und lautstark durch die Medien getrieben. Da wurden Vergleiche zu großen Blockbuster-Titeln wie Tomb Raider oder Uncharted gezogen und davon fantasiert, dass das Gollum-Spiel ein ähnlich zeitloses Werk werden könnte wie die Buchreihe, auf der es basiert. Ja. Ja, ich kenne die Pressemitteilung. Ich habe da so ein, eine andere Sichtweise drauf, mit Superlativen und so weiter, um einzuschlagen, stehe ich jetzt nicht so drauf. Ich bin immer so eine, sollten vielleicht mal realistische Ansprüche hegen, so. Aber das ist natürlich etwas, was komplett marketingtechnisch aufgegangen ist, weil jeder hat darüber berichtet. Und Daedalic Entertainment war auf einmal einfach im Zentrum, im Fokus von super, super vielen Leuten, die Daedalic bis zu dem Zeitpunkt international gesehen noch nie auf dem Schirm hatten. Und das hat das geschafft. Und das muss man halt auch sagen, das ist aufgegangen. Zumindest die Aufmerksamkeit. Die Erwartungshaltung ist eher das Problem. Das ist ja im Grunde aus Marketing-Sicht erstmal, bevor es irgendwann zu einem Release kommt, sehr klug, weil ja leider auch die Spielepresse für sowas anfällig ist und dann das gerne und dankbar annimmt. Ich glaube, was da auch drinsteckt, ist der Wunsch von Daedalic und ich glaube auch, wenn man Interviews hört von Carsten Fichtelmann, aus Daedalic ein international erfolgreiches Unternehmen zu machen. Daedalic zu dem Zeitpunkt relativ unbekannter weltweiter Publisher. Da könnte man jetzt annehmen, dass man hier versucht hat, so früh wie möglich einen Nutzen aus der Lizenz zu schlagen. Öffnet immerhin eine weltweite Bühne, könnte man sagen, gut gemacht. Die großen Versprechen brachten Daedalic tatsächlich viel Aufmerksamkeit. Cover-Stories sowie internationale Berichterstattung, was sicherlich auch dem Publishing-Zweig neue Möglichkeiten eröffnete. Mission erfüllt also. Ja, zumindest in der Hinsicht. Nur waren die Leidtragenden diejenigen, die diese Versprechen letztendlich erfüllen mussten. Und hier wiederholt sich ein Muster, von dem die vollmundige Ankündigung wie eine Rauchbombe abzulenken schien. Daedalic hat zuvor noch nie ein Spiel mit AAA-Ambitionen entwickelt. Mit der Unreal Engine zwar schon gearbeitet, aber damit nur Spiele in völlig anderen Genres realisiert. Und letztlich schien man mehr zu wollen, als man zu investieren bereit oder fähig war. Wenn man das Projekt sich im Nachhinein anguckt, wie viele Personen da in den Credits stehen, und wenn ich das jetzt vergleiche mit einer anderen Produktion,
Uncharted, Tomb Raider, und ich gucke mir die Credits da an, dann werde ich schon feststellen, dass da mindestens doppelt bis dreifach so viele Programmierer allein dran gesessen haben. Es ist auch wichtig, Risiken einzugehen. Aber es ist natürlich auch etwas, wo man nicht wirklich weiß, von Anfang an hat man sich vielleicht übermannt damit. Ja, also was sie sagt, ist korrekt. Was sie sagt, schlaue Dinge, diese Frau. Wer ist sie? Okay, weiter geht's. Sandra, ich stimme mir zu. Genau, Martin. Bei unseren Gesprächen mit Beteiligten, die größtenteils anonym bleiben wollen, wurden verschiedene Punkte genannt, die für den letztendlichen Zustand des Spiels verantwortlich seien. Dabei muss man erwähnen, dass an Gollum nicht alles schlecht ist. Es gibt stimmige Kulissen, schöne Ideen und gut funktionierende Abschnitte. Nur sind die hinter den vielen eindeutig unfertigen, nicht zu Ende gedachten Teilen des Spiels versteckt, die Resultat einiger unglücklicher Schnitzer und Fehlentscheidungen sind. Der erste Punkt, der mir in Gesprächen häufiger begegnete, ist im Zusammenhang mit The Delic sogar ein historischer. Da hieß es, dass der Herr der Ringe Gollum einfach falsch angegangen worden sei. Ähnlich der Entwicklung ihrer Adventures habe auch bei Gollum die Geschichte an erster Stelle gestanden. Und das merkt man auch im Spiel. Uns wird die Kontrolle entrissen, weil wir erst noch einem Dialog zuhören sollen, oder wir werden durch spielerische ereignislose Abschnitte geführt, weil noch ein wichtiger Teil der Geschichte erzählt werden muss. Das Problem der vernachlässigten spielerischen Komponente zeigt sich auch bei einem grundlegenden Punkt, den die Entwicklerinnen und Entwickler in der Konzeptionierung wahnsinnig unterschätzt haben. Auch weil bisher nur wenige Studios damit Erfahrung gesammelt haben. Guckt man sich Gollum zum Beispiel mal an, dann stellt man fest, das ist gar kein Zweibeiner. Paul ist einfach Bester. Bester. Paul ist einfach Liebe. Dieser Mann einfach Bester. Schon das erste Risiko, was man eingeht, wenn man jetzt ein Spiel mit Vierbeinern macht, gibt es ganz andere technische Probleme. Das macht sich sogar bei der Genauigkeit dann dieses Charakters im Spiel bemerkbar. Mehrere Quellen haben uns bestätigt, dass es ein höllischer Aufwand gewesen sei, für saubere Animationen und eine fehlerlose Kollisionsabfrage der Gliedmaßen zu sorgen. Bis zum Schluss hätte man daran noch gefeilt, weshalb intern auch darüber diskutiert wurde, ob der Aufwand gerechtfertigt wäre. Die Zeit fehlte dadurch ja wiederum an anderer Stelle. Die unglücklich verlaufende Konzeptionsphase scheint dabei Ursprung einiger Probleme zu sein, die sich erst später bemerkbar machten. Ich glaube halt, am Anfang ist es einfach, sich in solche Träume zu suhlen, dass man denkt, dieses Spiel wird das Oberspiel und deswegen dann packen wir das rein, dann packen wir das rein, dann packen wir das rein, um dann zu gucken, was kriegt man denn wirklich hin. Was sie sagt, ist korrekt. Ich fand es ein wenig schade, dass man sich das Leben mit so vielen Minigames dort noch zusätzlich schwer gemacht hat, die dein Risiko halt nochmal erhöhen, wenn du ein Spiel entwickelst, statt sich dort mehr auf den Core-Game-Loop zu enden. Generell hätte es der Erstausrichtung an einer klaren Vision gefehlt. Zu Beginn wurde über wahnsinnig viele Elemente nachgedacht. Freies Klettern wie in Zelda, Rutsch- oder Balanceabschnitte, die letztlich jedoch verworfen wurden. Aber auch im fertigen Spiel stecken noch wahnsinnig viele Mechaniken, denen das Team in der Entwicklung einfach nicht gerecht werden konnte. Ein Befehlsmenü für Companions, das viermal im Spiel Anwendung findet. Selten nötiges Tauchen aus der Ego-Perspektive oder das Einfärchen von wilden Boroks. Unter dieser Vielfalt litten dann natürlich auch Kernmechaniken wie die Streitgespräche zwischen Gollum und Smeagol. Ein eigentlich spannendes Konzept, das viele verschiedene Iterationen durchlief. Da sollte die gespaltene Persönlichkeit wie im Film durch unterschiedliche Perspektiven eingefangen oder die Zerrissenheit durch sich bewegende Antwortmöglichkeiten symbolisiert werden, die man nur mit viel Geschick treffen konnte. Es gab so geile Ideen wirklich, wie man Gollum als Charakter halt wirklich noch darstellen kann, und das tut halt einem weh. Das tut einem weh, weil man weiß, das hätte so ein geiles Spiel sein können. Wirklich, es hätte so ein geiles Spiel sein können. Mal was ganz, ganz Untypisches, was halt zu The Delic eigentlich passt, aber es war einfach zu viel. Zu viel des Guten, zu viel gewollt. Massives Problem. Fertiggestellt wurde dieser Teil des Spiels aber nie, weshalb kurz vor Veröffentlichung eine Notlösung erstellt und implementiert wurde. Aber auch abseits der vielen Systeme und Mechaniken schien man sich an der schieren Größe des Spiels hemmungslos verhoben zu haben. Erste Levelrohentwürfe seien fast doppelt so umfangreich wie die gewesen, die es letztlich in das ungefähr 12 bis 13 Stunden lange Spiel geschafft haben. Erst bei den viel zu seltenen Playtests habe man gemerkt, dass sich die Abschnitte über die Dauer einfach nicht tragen. Erst als Anfang 2022 ein neuer Producer zum Team dazustieß, seien die Level nochmal stark eingekürzt worden. Änderungen, die dem Projekt laut einiger Aussagen gut taten, aber leider einfach zu spät kamen. Die hatten einfach zu wenig Zeit. Man kann halt nicht einfach noch mehr Geld auf so ein Ding kippen, noch mal ein Jahr hinten dran hängen und dann wird alles viel, viel besser.
Das ist unrealistisch, weil die Basis darunter es nicht hergibt. Paul ist einfach besser. Paul besser. Nee, Gollum habe ich nicht durchgespielt. Ich war teilweise in Playtests und so weiter dabei, habe das gemacht, aber ich habe es nie durchgespielt. Ich habe auch nicht die finale Version gesehen oder gespielt. Da arbeiten Leute dran, die 10, 15, 20 Jahre in der Spieleindustrie sind. Die sind gut, die können aber nicht hexen. Paul sagt immer die richtigen Sachen. Paul ist einfach der Beste. Einfach Paul. Paul for President. Hab von dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, tatsächlich nie was gehört. Nils, ist besser so. Ist das schlecht bewerteste Spiel seit, also vor allem dieses Jahres, aber ich glaube, seit jeher. Weil man trotz dreigestellter Anträge keine Förderung erhalten und der damalige Eigentümer Bastei Lübbe öffentlich am Unternehmen gezweifelt habe, sei es Tadellic nicht möglich gewesen, dem Projekt ein größeres Budget und damit auch ein größeres Team zuzuweisen. Gollum hatte am Ende ein Entwicklungsbudget von ca. 15 Millionen Euro, also nur ein Zehntel eines AAA-Spiels, so das Unternehmen weiter. Und schließlich spielte auch der Faktor Zeit eine Rolle, da die Lizenz zeitlich befristet war. Trotzdem wurde der Release von 2021 auf September 2022 verschoben. Doch auch das reichte nicht. Das reichte, also ganz ehrlich, es wurde ja auch so quasi die Schablone von den alten Games draufgelegt. Also wenn ihr euch noch an Pokis Aussage erinnert, Poki hat einfach innerhalb von 3 Monaten ein Game weggerockt mit seinem Team. Ja, das schaffst du halt nicht mit einem Spiel, was einen AAA-Ansatz halt hat. Und das ist dieses große, große, große Problem gewesen, dass man sich einfach übermannt hat mit dieser Lizenz, mit dem, wir machen jetzt ein neues quasi Assassin's Creed-Universum auf beispielsweise. Und das ist es halt nicht. Und das ist halt dieses große, große Problem, dass man zu illusorisch an diese Sachen teilweise rangegangen ist, aus meiner Sicht. Man hätte viel kleiner stapeln müssen, man hätte auch nicht sofort alles neu erfinden müssen. Ein Adventure als Gollum mit diesem Hin und Her, das wäre gut gewesen. Es wäre vielleicht nicht der Verkaufsschlager gewesen und so weiter und so fort, aber man hätte damit einen Grundstein bauen können, worauf man weiter addieren kann. Und das wäre aus meiner Sicht die bessere Lösung gewesen. Aber im Nachhinein ist es immer einfach zu sagen, hätte, hätte, wäre, wenn. Man weiß es immer besser im Nachhinein. Trotzdem ist das natürlich auch so ein Punkt gewesen mit A Year of Rain im Vorfeld, aber auch mit Gollum, das sich komplett in eine andere Richtung entwickelt, warum ich halt Delic Entertainment verlassen habe. Wie uns in Interviews erzählt wurde, wäre das Spiel zu dieser Zeit ein Totalschaden gewesen. Weshalb der erneute Aufschub bis zum 25. Mai. Ich meine, ich habe 2021 einen Playtest gemacht. Ja, 2021 müsste das ungefähr gewesen sein und das war schon heftig. 2023 intern nur als Schadensbegrenzung angesehen wurde. Was man am letztendlichen Spiel leider durchaus ablesen kann. Zum Beispiel an den fast schon surreal wirkenden Copy-Paste-NPCs oder Zwischensequenzen, in denen zufällig die Dinge verdeckt oder aus dem Bild gehalten werden, die eigentlich zu animieren gewesen wären. Die Zeit hat einfach gefehlt. 2021 veröffentlichte Dedelic auf den Game Awards den ersten CGI-Trailer zum Spiel. Der wurde, wie in der Branche nicht unüblich, nicht vom Studio selbst, sondern von der Firma PlaySense produziert. Zwar machten sich in einigen Kommentaren Leute über Gollums Design lustig, größtenteils zeigte sich aber vorsichtiger Optimismus. Ihr Lieben, wisst ihr, warum ich euch immer sage, dass ihr niemals Spiele vorbestellen solltet? Weil solche Marketing-Sachen, seid vorsichtig, macht es nicht. Tut es nicht. Weil das ist ein Beispiel, warum ihr niemals Games vorbestellen solltet. Etwas, das sich beim nächsten Eindruck, den wir vom Spiel gewannen, schlagartig ändern sollte. Auch das Team sei überrascht gewesen. Nicht von der Resonanz, sondern weil sie entweder von der Existenz des Trailers nichts wussten oder aber über dessen Zustand erstaunt waren. Ich weiß von Gesprächen mit Leuten, die an diesem Trailer gearbeitet haben, dass auch von deren Seite gesagt wurde, ey, sollen wir nicht vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Arbeit in die Assets reinstecken? Sollen die nicht vielleicht noch mal überarbeitet werden? Wollen wir das wirklich so raushauen? Ne? Ich weiß nur nicht, ob jemals jemand darauf eine Antwort gekriegt hat. Das ist halt das Problem, interne Kommunikation ist halt auch sowas, was generell in Unternehmen ja auch super, super schwierig ist.
Und bei Daedalic Entertainment gab es zumindest, also das war ja auch noch wegen Corona-Zeiten ein bisschen alles schwieriger. Aber vorher müsst ihr euch so vorstellen, es gab zwei Sektionen in Daedalic und die waren auch visuell so getrennt. Es gab den einen Turm, das war Marketing, eher so ein Publishing-Bereich. Und dann gab es hinten die Entwickler. Also es war quasi auch komplett in diesem Gebäude so getrennt. So Hälfte, da im Turm saßen dann Carsten, Stefan Harms, also die Geschäftsführer und Marketing und so weiter, HR, Buchhaltung etc. Und dann da hinten saßen die Entwickler. Das heißt, diese Kommunikation zwischen diesen Abteilungen war ja auch super schwierig. Was gut halt war, dass auch immer mal wieder so Town Halls Meeting war, wo man versucht hat, die Leute miteinander zu verknüpfen, aber damit bringst du halt nicht die gesamte interne Kommunikation in Ordnung, weil es gibt Buschfunk zwischen diesen Türmen und man muss halt, interne Kommunikation ist das Wichtigste und das, denke ich, ist hier auch eben passiert, dass das Entwicklerteam nicht so entsprechend abgeholt wurde von sehr vielen Leuten, sondern nur ein paar andere Manager so, die dann gesagt haben, ja, passt schon, und dann der andere Teil wurde einfach überrannt davon. Und natürlich, wenn du das dann siehst und dein Baby, woran du halt so lange arbeitest, wird einfach zerrissen von den Leuten, das macht was mit dir. Die vielleicht nicht, uns gegenüber resümierte Daedalic aber, dass es Trailer gab, bei denen man bessere Assets hätte wählen können. Das ändert im Nachhinein natürlich nichts daran, dass, wie wir in Gesprächen erfahren haben, die Reaktionen des Teams schwer getroffen haben. Gerade weil man selber nicht zufrieden mit der Qualität von Trailer und Spiel war. Trotzdem, und diesen Eindruck habe ich in allen meinen Gesprächen gewonnen, gab man weiterhin alles, um aus Gollum das bestmögliche Spiel zu machen. Und dabei sei es auch zu Crunch gekommen, wohl selten angeordnet, stellenweise führte aber auch einfach kein Weg daran vorbei. Gerade die Qualitätskontrolle sei übermäßig hart davon getroffen worden. Laut Daedalic sei das kurz vor Release eines solchen Spiels aber normal und jede Überstunde konnte ausgeglichen werden. Muss man hier kurz das Headset wechseln, beziehungsweise den Akku. Ja, also QA ist halt immer, ich sag euch, QA ist der für viele Leute der Einstieg in die Branche. Aber QA sind auch die Leute, die einfach crunchen bis zum Umfallen. Weil die Leute müssen halt ein Spiel, und ich übertreibe nicht, über 1000 Mal durchspielen. Oder bestimmte Sektionen. Sie müssen alle Sachen halt testen. QA ist so ein harter Job. Also das ist unfassbar. Und je größer das Spiel ist, desto wilder ist das. So wilder hast du die Arbeitszeiten. Also ich möchte nicht mal wissen, wie bei Baldur's Gate die QA saß. Ich möchte nicht wissen, wie viele Stunden die Leute Baldur's Gate durchgespielt haben. Bei diesem massiven Anstieg. Und du hast es immer noch bei Baldur's Gate, dass beispielsweise die ersten zwei Kapitel sind richtig, richtig geil. Beim dritten hast du immer noch diese Probleme. Und das ist wild. Geholfen haben... Cool, ich höre jetzt wieder nichts mehr. Habe ich das wieder ausgeschaltet? Ich bin ja gut. Mühe und Mehraufwand, wie wir mittlerweile wissen, aber leider nicht. This is horrible and nobody likes it. Alles sieht so wahnsinnig scheiße aus. Oh my god, this is awful. Why would anybody play this? Lizenzgurke. Und hat euch niedlich. It's the worst game this year. Das Spiel erschien und erntete harte Kritiken und viel Spott. Was mir halt auf jeden Fall sehr, sehr leid tat, war diese ganzen Menschen, die dann so innerhalb von wenigen Tagen komplett zerstört werden. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es in den Kollegen aussieht gerade. Und ich möchte es mir halt auch gar nicht so richtig vorstellen, weil es wird halt wehtun. Es ist schon hart. Es ist schon wirklich hart, also was ich gesagt habe. So, du sitzt da halt jahrelang dran. Das ist dein Baby und du hast so viel Herzblut auch in die Marke vielleicht getan. Und dann passiert das. Das ist hardcore. Entwickler kennt man halt die Probleme von seinem Produkt halt am besten und eigentlich auch jedes einzelne Problem, das in einem Spiel ist, tut einem halt auch einfach am meisten weh. Ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass das Leute traumatisiert hat. Das Entschuldigungsschreiben, das die Firma einige Tage nach Release veröffentlichte, half nicht dabei, die Lage zu entschärfen. Im Gegenteil, die leeren Phrasen und der Schreibfehler im Namen des Spiels schienen die schlechte Stimmung nur noch anzuheizen.
Wie Dedelic schriftlich bestätigt, wurde dieses Schreiben gar nicht von ihnen selbst, sondern von Publisher Nacon verfasst. Die Veröffentlichung sei sogar ohne vorherige Abnahme durch das Studio geschehen. Wie uns zwei anonyme Quellen erzählen, sei die Entschuldigung sogar von der KI ChatGPT geschrieben worden. Und das anscheinend ohne doppelten prüfenden Blick. Der anhaltenden Kritik zum Trotz arbeitete das Team nach Veröffentlichung unermüdlich an Patches. Etwas aber war seltsam. In Studios wird nach Fertigstellung eines Spiels normalerweise nach und nach das Team abgezogen und an einem Folgeprojekt gesetzt. Nicht so bei Gollum. Die Mitarbeitenden fühlten sich alleingelassen, hingen verschiedenen Aussagen nach ganz schön in der Luft. Es ging nicht weiter, obwohl noch mit zwei weiteren Spielen im Der Herr-der-Ringe-Universum geplant worden sei. Bereits im Sommer 2022 wurde unter dem Arbeitstitel It's Magic das nächste Der Herr-der-Ringe-Spiel von Dedelic durch die Games-Förderung mit etwas mehr als 2 Millionen Euro unterstützt. Und auch einen ersten Prototypen hätte es schon gegeben. Einige unserer Quellen berichteten von einem internen Konzept-Trailer, in dem der Zauberer Gandalf die Hauptrolle übernahm. Dem ersten Eindruck nach hätte es vielversprechend ausgesehen. Allerdings gab es ein Problem. Lizenzgeber Middle-Earth Enterprises erteilte dem Entwurf eine Absage, weil es inhaltliche Überschneidungen mit anderen Produktionen gab. Deshalb wurde an Alternativen gearbeitet. Wir hörten beispielsweise von einer Idee, intern als CSI Minas Tirith betitelt, in der ein Geschwisterpaar des gondorianischen Adels auf Mördersuche hätte gehen sollen. Das ist natürlich auch was, was man vielleicht als außenstehende Person gar nicht so sehen kann. Aber wenn du halt sowas mit Lizenzen arbeitest, musst du an so viele Sachen denken. Vor allem Herr der Ringe ist eine Unterteilung zwischen Buch und Film. Also wir durften, oder bitte wir, Dedelic Entertainment durfte beispielsweise nicht Spiele entwickeln, die Warner Bros. Beispielsweise entwickelt hat oder die auf den Filmen basiert. Heißt, sie mussten immer nur die Buchvorlage haben. Also sie durften alles nur auf das Buch fokussieren und dementsprechend mussten sie einen Weg finden, dass sie auf diesem Buch ein cooles Game setzen, was aber Warner noch nicht gemacht hat und auch keine Mechaniken von Warner übernehmen. Es gibt super viele Herr-der-Ringe-Spiele. Und deswegen war das so interessant, mal Gollum zu nehmen und auch diesen Zwiespalt, dieses Hin und Her und vielleicht auch so ein bisschen mehr in Mental Health Awareness reinzugehen. Genau, deshalb durfte Gollum auch nicht aussehen und klingen wie in dem Film. Das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch komplett Sinn, weil du das einfach so trennen musstest durch die Lizenzensachen, weil Warner hat eine Lizenz für die Filme und für all das und dann haben die anderen das für die Bücher. Ist leider aus rechtlichen Gründen so. Aber so weit sollte es nie kommen. Wie wir heute wissen, löste die Geschäftsführung etwas mehr als einen Monat nach Release überraschend die gesamte Entwicklungsabteilung auf. Das Unternehmen wolle sich fortan ganz auf das Publishing-Geschäft konzentrieren. Nach offiziellen Meldungen verloren 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem Tag ihren Job. Das macht einen natürlich schon betroffen. Das war ja quasi immer, sage ich mal, meine Hälfte der Firma war halt eigentlich die Entwicklungsabteilung. Und ich hoffe halt sehr, dass die auf den Füßen landen. Ich fand es schon echt krass. Also ich habe es gelesen und ich dachte mir, oh Mann, voll schade irgendwie, weil das war so die Produktionsstätte echt von den schönsten Point-and-Click-Spielen, die ich jemals gespielt hatte. Und dass man weiß, dass dieses Dedelic, was früher existiert hat, nie wieder existieren wird. Ich verstehe es aus Geschäftssicht. Es ist aber sehr, sehr traurig und vor allem traurig für die deutsche Gaming-Industrie. Ja, was sie sagt, ist wieder hundertprozentig korrekt. Sie sagt sehr schlaue Dinge. Aber das ist halt auch so. Also, wo ich diese Nachricht bekommen habe, da musste ich auch mal kurz schlucken und habe so ein Tränchen irgendwie verdrückt, weil das war halt wirklich einfach so ein Zeichen, das ist das Dedelic, wofür ich so gebrannt habe und so viel Leidenschaft reingesteckt habe. Und mit Dedelic Entertainment verbinde ich immer noch super viel. Und diese Spiele, The Whispered World beispielsweise, hat mich durch so schwierige Zeiten, The Whispered World ist in meinem Herzen einer der besten Spiele, weil The Whispered World einfach so viel in mir ausgelöst hat. Und dann siehst du ein Unternehmen, wofür du auch gearbeitet hast, wofür du so gebrannt hast. Und das ist jetzt vorbei. Es wird nie wieder dieses Dedelic Entertainment wie vor 10, 15 Jahren geben. Und es ist krass, weil Gaming ist immer noch ein eher passionate Ding.
Also du gehst in die Branche nicht, weil du wirklich reich werden möchtest, weil dann geh nicht in die Games-Branche, um reich zu werden. Das funktioniert nicht. Du gehst dahin, weil du eine Leidenschaft, eine Passion verspürst und das ist hart. Es ist wirklich hart. Natürlich steht der Delic nach der Veröffentlichung von Gollum im schmerzlich grellen Rampenlicht. Doch von einigen sehr eigenen, schwerwiegenden Vorwürfen abgesehen, sind viele der angesprochenen Probleme leider keine der Delic-Exklusiven. Crunch ist nach wie vor ein zwar langsam wahrgenommener und kritisierter, aber auf keinen Fall ausradierter Faktor der Games-Branche weltweit. Ebenso der Umgang mit jungen Berufseinsteigenden oder geleisteten Überstunden. Aber nur weil an anderer Stelle Ähnliches passiert, macht es den beschriebenen Fall nicht weniger ernst oder kritikwürdig. Vor allem, weil der Fall von The Delic zeigt, dass die Mitarbeitenden immer die ersten Leidtragenden einer schwierigen Firmenpolitik und Kultur sind und nicht diejenigen, die sie auslösen und verantworten. Und das hat letztlich leider einem vielversprechenden deutschen Studio, das teils wunderschöne Spiele gemacht hat, nahezu die Existenz gekostet. Also ich muss sagen, ich finde es auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Reportage, wirklich. Also 40 Minuten, die sehr, sehr gut gemacht worden. Aber selbst ich merke auch wieder, dass ich so ein Kloß im Hals habe, so heißt das. Weil The Delic Entertainment, ich verbinde da so vieles mit. Schwierige Zeiten, aber auch so viel Positives. Und ich würde nicht hier stehen, hätte ich The Delic Entertainment nicht gehabt. Und hätte mich Carsten nicht aufgenommen als Master-Abgängerin und hätte mich da auch supported in dem Bereich. Es ist, wie auch gesagt worden in der Reportage, es ist ein zweischneidiges Schwert, weil ich weiß, sehr viele Sachen geht gar nicht, was da vorgefallen ist, was auch Lisa da angesprochen hat, das geht halt gar nicht. Und ich verstehe jeglichen Druck und so weiter, aber trotzdem, man darf es niemals auf die Mitarbeiter abwälzen, egal was oder generell auf Menschen. Aber das, wie es jetzt geendet ist, The Delic Entertainment, das tut mir halt im Herzen weh. Und das ist halt sowas Passioniertes. Es wird halt das nicht mehr geben. Ich weiß natürlich halt auch, dass super viele Leute das nicht komplett verstehen können, wenn sie außerhalb der Branche sind. Und sagen, ja, dann sind halt Leute gekündigt worden. Das Problem ist halt nur, dass jetzt gerade eine Welle in der Gaming-Industrie vorherrscht von Kündigungen. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Epic Games hat wie viel Prozent? 10? 15% seiner Mitarbeiter gekündigt. Unity, also auch die Leute, also das Epic Games und Unity, das sind vor allem die Leute, die die Engines herstellen, also wie Unreal Engine und so. Die haben das gekündigt. Es gibt bei Team 17, das war mein anderer alter Arbeitgeber in UK, die haben auch um die 10-15% ist at risk. Also da steht noch nicht fest, wie viele Leute ihren Job verlieren, aber die Leute schauen jetzt schon nach neuen Jobs. In der Gaming-Industrie herrscht gerade ein sehr, sehr krasser Wandel, wo ich nicht weiß, wohin das geht. Mimimi hat dich gemacht, Mimimi Studios, die Shadow Tactics gemacht haben. Und das Problem ist halt eben auch, dass wir in der Gaming-Industrie, vor allem in Deutschland, das Problem haben, dass die entsprechenden Leute nicht gefördert werden. Und das wird noch schlimmer. Es wird noch schlimmer, weil die Leute sich nicht finanzieren können. Es wird eine weitere Spirale geben, dass die Leute nicht gut ein gutes Gehalt bekommen, weil wie willst du ein gutes Gehalt bekommen, wenn sich die Spiele A nicht verkaufen, weil du nicht die Sichtbarkeit hast, aber auch nicht die entsprechende Förderung. Wir laufen in ein Schlamassel rein, wo ich selber nicht weiß, was die Antwort ist. Weil das gesamte Internet hat die Chance, Sachen zu richtigen Hits werden zu machen. Bei viralen Hits. Denke man kurz mal an Among Us. Among Us ist, hi Dr. Will, Among Us ist ein Spiel, ein Indie-Spiel, was 2019? Jetzt muss ich überlegen, wann das hochkam. Ende 2020 ist es hochgegangen. Also das müsste, glaube ich, 2019 dann entschieden sein. Wo es keinen wirklichen interessiert hat, Among Us. Und dann haben ein paar Streamer das Spiel zusammen gespielt und dann ist es explodiert. Und die Entwickler haben gar keine Geldprobleme mehr. Wirklich gar keine Geldprobleme mehr. Das ist aber die Ausnahme.
Das sind die wenigsten. Genauso wie in Content Creation. Du kannst ein Video machen, du gehst viral und dein ganzes Leben verändert sich. Oder halt die meisten nicht. Die meisten werden das nicht haben. Und die meisten werden nicht erfolgreich werden. Und daran, und klar kann man sagen, sehr viele Videos sind halt nicht gut oder Content und so weiter. Aber manchmal ist es halt auch so, dass du einfach nicht erfolgreich sein wirst. Weil das Timing ist off, was auch immer. Hi Flavius, und das ist halt, das ist so, so schlimm. Also gerade in der Gaming-Industrie, es ist wirklich, wirklich schlimm, was da abgeht. Und so lieb ich diese Industrie habe und so gerne ich auch in der Industrie arbeite, ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Verlauf, den wir gerade in der Industrie haben, sich zum Positiven wendet. Weil das Problem ist eben halt, dass wir keine Lösung haben. Vor allem nicht in Deutschland. In Deutschland, der deutsche Gaming-Standort, das ist einfach ein Graus. Die Gaming-Industrie sollte eigentlich gefördert werden. Es gibt Förderprogramme, wie ja auch schon festgestellt wurde, dass auch Games gefördert werden. Weil Gaming ist ein Riesenmarkt hier eigentlich, auch in Deutschland. Und damit könnte man Umsatz generieren. Bäm! Also der Staat könnte so viel geile Steuern dafür machen. Wow! Aber es wird nicht gefördert. Was gefördert werden, sind andere Sektionen, die natürlich auch wichtig sind. Aber wenn man dann halt hört, wie die Automobilindustrie gefördert wird und dann sieht man so einen ganz, ganz kleinen Absatz an Games, wo du denkst, Games sind von dem Umsatz her über Filme und Musikindustrie. Und diese beiden Sektionen bekommen so viel Geld, aber Games nicht. Warum sollte man den Standort nicht fördern? Warum sollten die Mitarbeiter nicht gefördert werden? Und ich verstehe das nicht. Und ihr könnt euch vorstellen, wie ich mit Politikern rede, ne? Die hatten Spaß mit mir, sage ich euch. Die hatten Spaß mit mir, als sie mal gesagt haben, so, dass die Games-Entwickler auch teilweise schuld an Sachen sind. Und ich so, no. No. Und das ist halt so echt. Ich liebe diese Branche, ich liebe das alles, aber ich bin es so leid, das gerade zu sehen, was gerade in dieser Branche passiert. Und das meine ich halt, das ist nicht das Problem von Daedalic Entertainment, was wir da gesehen haben. Das ist nicht nur Daedalic Entertainment und das ist schade, dass da noch nicht so viel mehr gemacht wurde, weil es gibt ja auch sehr viele andere Unternehmen, also in diese Redaktionssachen, Medienhäusern und so weiter, dass das genauso macht. Dass das komplett genauso macht. Und jetzt wird halt Daedalic Entertainment aufgrund von Daedalic Entertainment darauf fokussiert. Aber alle Medienhäuser müssen sich selbst mal an die Nase fassen. Und damit meine ich halt eben auch Rocket Beans, GameStar, PC Games, Giga, Spieletipps etc., wie sie alle heißen. Was da passiert ist auch in dieser Zeit, wo ich in die Branche reingekommen bin, das ist heftig. Da wurden Leute auch ausgebeutet. Und dementsprechend, keine Ausbeutung suggeriert quasi, dass eine Ausbeutung schlimmer ist als die andere. Aber das ist ein komplett massives Problem dieser Branche. Und da muss man gegen vorgehen. Da muss man was gegen machen. Und oh, deswegen ist es wichtig, dass diese Reportage erschienen ist, finde ich. Ich fand sie fair, ich fand sie gut, aber es frustriert mich so unfassbar. Oh, Nini, danke dir für den Follow. Deswegen... Ich bin einfach super, super frustriert, was in der Gaming-Industrie gerade passiert. Ich bin super frustriert, dass Daedalic Entertainment einfach nicht mehr das Baby ist, was es mal war. Und dass da einfach so viele Entscheidungen gefallen sind, die aus meiner Sicht, und das ist immer leicht im Nachgang zu sagen, falsch waren. Und deswegen habe ich ja auch Daedalic Entertainment verlassen, weil das einfach nicht mehr mein Unternehmen war. Es war nicht mal Point and Click, es war nicht mehr Poki im Fokus und das tut mir einfach so eine Weile weh. Und ich denke halt auch, das ist fair Daedalic gegenüber, also was halt gesagt wurde da, finde ich zumindest. Also ich fand das nicht unschlüssig, beziehungsweise die Leute wissen halt auch. Also ich habe auch mit Carsten noch mal gesprochen halt und ich stehe mit Carsten halt nicht auf dem Kriegsfuß oder so weiter. Also ich mag Carsten, ich schätze ihn total und dementsprechend konnte ich jetzt ja auch schon viel mit ihm darüber reden. Und das ist halt das Wichtige, was ich quasi euch auch mitgeben möchte. Egal wie was ist, es ist super, super wichtig, nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Ihr habt meistens mehr Macht, als ihr euch ihr sagen wollt. Ihr habt wirklich mehr Macht.
Ich habe Gott sei Dank keine Angst mehr. Wirklich. Ich habe gedacht, boah, bei meinen Antworten, man könnte halt Sachen halt so schneiden. Und ich wusste ja nicht, wer sonst noch vor der Kamera war. Und deswegen, also da, mit diesem emotionalen Take, Gott sei Dank wurde das nicht zerrissen. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Es hat mir Bauchschmerzen bereitet, aber mir war es auch wichtig, dass ich euch das einfach nochmal zeige, mit euch darüber rede und dass wir da einfach, ja, dass ihr das seht. Und ich auch mal über meine Sachen halt ein bisschen rede, über die Games-Entwicklung etc. Leute halten nur, dass es nicht um Baldur's Gate 3 geht. Ja, Martin, verstehe ich. Also ich finde auch, das Leben sollte eigentlich nur Baldur's Gate 3 sein. Ich finde es schwierig, dass ich heute meine Steuern weitermachen muss und nicht Baldur's Gate 3 spielen kann. Das finde ich desaströs. So nämlich. Baldur's Gate 3.